Hallo, guten Abend. Willkommen zu Folge 2 vom Historienvergleich. Ich freue mich, dass ihr beide wieder da seid. Erstmal zu Beginn, wir haben beim letzten Mal über Gretchen gesprochen und heute lautet das Grundthema Torwahl. Bevor wir darauf genauer eingehen, freue mich erstmal, André, dich wieder hier begrüßen zu dürfen Ja. als Experte für die Realgeschichte. Ja, ich als Experte für Wikinger, das ist schon schräg, aber ich tue mein Bestes. Aber schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Dann auch danke, Nico, dass du wieder dabei bist als Experte im Game Design und der Welt Aventurien, um es einzuführen. Ist mir ein Vergnügen. Und ich, Daniel, bin heute wieder dabei, um ein Auge auf den Chat zu werfen. Das heißt, wenn ihr im Chat Fragen habt, knallt die in den Chat, ich schaue drauf und wenn sich was ergibt, werde ich auch eine Frage zwischendrin einwerfen. Als Thema? Wenn wir euch zu Wort kommen lassen. Genau. Letztes Mal hatten wir ja sehr, sehr viel zu besprechen und eigentlich zu wenig Zeit. Aber auch heute wieder um 18 Uhr machen wir hier Schicht. Aber das stimmt, aber wir haben ja jetzt früher angefangen. Das heißt, wir haben doppelt so viel einiges, Zeit. wo wir durchgehen können. Denn wir sprechen heute über Torwahl. So sieht's aus. Beziehungsweise die Wikinger, wenn wir uns das realhistorisch, sag mal, ähnlichste vielleicht Vorbild anschauen, auch wenn es natürlich definitiv unterschiedlich ist, allein durch einen Torwahl auch popkulturelle Prägung, die da sicherlich viel drin ist. Ich würde sogar sagen, Torvald hat irgendwann ein Eigenleben entwickelt und hat sich über Wikinger und popkulturelle Vorlagen zu was völlig Eigenem entwickelt. André steigt gleich wieder voll Ja, ein. genau. Lass uns doch mal kurz ein bisschen Kontext liefern. Was ist Torvald? Wir wissen ja gar nicht, wer heute alles bei uns eingeschaltet hat. Genau. Wir wollen erstmal wissen, was ist denn eigentlich Torvald? Oder kann man das kaufen? Torvald ist ein Setting auf dem fantastischen Kontinent Aventurien. Und zwar an der Nordwestküste, gelegen zwischen dem Meer der Sieben Winde und Iphions Ozean. Und es gibt da Inseln, die sich so, ich sag mal, lofotenmäßig in das Meer hinausziehen und einen schmalen Küstenstreifen eben an so einer Wind- und Sturm- und Gischt-umtosten Küste im Nordwesten Aventuriens. Und da lebt ein relativ rauer Menschenschlag, die ihre Vorfahren auf ja, Einwanderer aus von dem Westkontinent Güldenland oder Myranor herleiten. Und die haben im Vergleich zum Rest Aventuriens eine ganz eigenständige Kultur, eigenständige Religion, eigenständige Bräuche, auch einen eigenständigen Look. Und wenn man so einen groben Blick über die Torvaler und das Land Torval schweifen lässt, dann kann man eigentlich nicht umhin. Und denkt einfach an Skandinavien, ne, und eben die Wikinger, was man aus der Popkultur wahrscheinlich kennt. Wenn man historisch belesen ist, dann erkennt man wahrscheinlich das ein oder andere Motiv, aber erkennt eben auch, ja, das ist alles ganz falsch, das kommt nur aus dem Fernsehen und so weiter. Und genau um uns das heute mal anzuschauen, sind wir heute hier. Wie gesagt, ich finde, es hat sich ein bisschen darüber hinaus entwickelt. Und wir haben ja schon außerhalb von Aventuren das große Problem. Wikinger ist ja so der Begriff. Ganz viele Leute haben eine Vorstellung, aber genau was du schon sagst, popkulturell. Da haben wir Serien, Vikings, Last Kingdom und so, gerade in letzter Zeit. Vicky und die starken Männer natürlich nicht Ja, zu natürlich vergessen. ganz wichtig. Aber auch so, es gibt ja so diese ganz bekannten Sachen, die Leute mit den Hörnerhelmen und so, wo dann jeder, der sich ein bisschen auskennt, sagt: Nee, keine Hörnerhelme. Aber es gehört halt alles zu diesem Bild dazu, das mit den tatsächlichen Wikingern in sich schon überhaupt nichts zu tun hat, oder zumindest sehr, sehr wenig. Und es fängt ja sogar schon beim Namen an, weil Wikinger ist ja eigentlich nur eine ganz spezielle Sonderfall, weil auf Wiking gehen ist letztlich die Raubfahrt. Dann ordne das doch für uns mal so ein bisschen irdisch, historisch, regional, geografisch ein. Eigentlich reden wir da von der Frühmittelalter in Skandinavien. Wenn du Frühmittelalter so raushaust, dann denken ganz viele Leute bei unseren Zuschauern, ja, ich weiß, wann das ist. Und wenn du sie dann fragst, ja, wann denn, Ja, dann antworten sie vielleicht gar nicht richtig. hatten wir das Sei doch nicht ein bisschen letztes Mal genauer. schon? Also das Mittelalter ist im Prinzip zwischen 500 und 1500 und es gibt drei große Abschnitte. Das Frühmittelalter, das beginnt eben so um 500, endet üblicherweise gerade jetzt in unserem Zusammenhang 1066. Die Schlacht von Hastings ist da ein guter Punkt, an dem man es enden lassen kann. Man kann im Detail diskutieren, in welcher Region es ist, aber gerade für Wikinger, toller
Zeitpunkt, weil es gab nicht nur die Schlacht von Hastings, es gab dann noch eine kleine andere Schlacht und das war im Prinzip das letzte, der letzte Schlag für die Wikinger im Großen und Ganzen, Stamford Bridge, ich meine das Stamford Bridge. Und das Hochmittelalter geht dann nochmal bis, bis 1250 und bis 1500 ist dann das Spätmittelalter. Und das Frühmittelalter eben 500 bis 1066, merkt man schon, größter Teil des Mittelalters erstaunlicherweise. Die Entwicklung war da halt noch langsamer. Ja. Ah, es ist eine Menge passiert. Und darin wiederum die Zeit so 793 war, glaube ich, der Überfall auf Lindisfarne. Ihr merkt schon, ich bin da nicht hundertprozentig sattelfest bei den Daten in der Zeit. Aber das ist so, der Überfall aufs Kloster Lindisfarne ist so das erste oder der wichtigste erste Punkt, an dem die sogenannten Wikinger aus Skandinavien rüber nach England schippern und ein Kloster überfallen. Und alle Vikings-Zuschauer sagen, ah, das kenne ich alles. Ja, ja. Und das ist so der Anfang. Und 1066, die Schlacht ist eben dann so das große Ende. Die ist nur wenige Tage vor Hastings. Also die Angelsachsen besiegen erst die Wikinger, machen einen Allmarsch runter nach Hastings und werden da von anderen Wikingern, die sie aber inzwischen Normannen nennen, aus Nordfrankreich kommen, geschlagen. Von Rollo. Ja, Wilhelm der Eroberer. Die Normannen, meine ich. Ja. Also die, die ursprünglich kommen ja, genau, von genau. Rollo. Das ist ja, und dessen Nachfrage, also sie besiegen Wikinger, so alter Schlag, und werden dann von neuer Schlag Wikinger besiegt. Also doofe Geschichte für die Angelsachsen. Dann beginnt dann die normannische Besiedlung Englands, da kommen wir zu Robin Hood und so weiter. Das ist dann die nächste Geschichte. Aber da haben wir genau eben diesen Abschnitt von etwas mehr als 250 Jahren. Und in der Zeit sind die Skandinavier, die auf Viking gehen, die eben als Wikinger zur See fahren, gefürchtet, weil die an den Küsten anlanden, mal eben auch sowas wie Paris belagern, also die Seen runterschippern bis Paris. Am Rhein machen sie auch noch so ein bisschen was, also die kommen auch bis Köln und so. Die sind tatsächlich als in ihrer Taktik sehr gefürchtet, weil die halt in kleinen Schiffen unterwegs sind, kleine Gruppen. Und die Antwort auf die ist wahnsinnig schwierig, weil man weiß nicht, wo sie zuschlagen. Man kann nicht ein Heer versammeln, um sie zu besiegen. Gleichzeitig hat so das christliche Mitteleuropa noch ein ähnliches Problem unten mit den Ungarn. Die machen dasselbe nur zu Pferd. Und das heißt, da kommen die Ritter ja her, das hatten wir letztes Mal schon. Ja, genau. Und da von beiden Seiten wird eben so das christliche Mitteleuropa berannt von Gruppen von außen. Und auch da, die sogenannten Wikinger sind halt auch erstmal Heiden. Die haben eine eigene Religion, die sind keine Christen. Was sich in der Zeit dann ändert, die haben eine ganz lustige Einstellung zu Christentum und so. Und das ist so die Zeit, von der wir reden. Diese überfallartigen Schifffahrten, die auch teilweise sich, wenn sie müssen, zu großen Heeren zusammenfinden, aber genauso schnell halt auch wieder weg sind. Wenn die nach England gehen und kriegen einen aufs Dach, dann gehen sie halt wieder und kommen später wieder. Und die kriegen auch ein sehr einträgiges Geschäft. Die gehen einfach zu Herrschern hin und sagen, so, wir sind jetzt da. Wie viel Silber gibt es uns, damit wir abziehen? Ohne Gewalt auszuüben. Und dann gibt es so Karlmann, der sagt, okay, ich habe dir 12.000 Mark Silber und dann ziehen sie ab und Karlmann stirbt und sie drehen direkt um und sagen zu seinem Nachfolger, also wir werden einen Vertrag mit Karlmann, nicht mit dir. Ja. Ja? Kannst du für uns so diese Größe der Schiffsverbände so ein bisschen einordnen? Hast du da eine Idee, wie groß die, die Mannschaft war, die Lindisfarne überfallen hat im Vergleich zu Paris? Ich glaube, das war nur ein Schiff in Lindisfarne, war jedenfalls nicht sehr groß und die kleinsten Verbände sind tatsächlich dann so ein Schiff mit den Leuten und das ist gar nicht viel, aber sie brauchen auch nicht so viel, weil sie nehmen sich halt auch gerne die Ziele, zum Beispiel ein Kloster oder ein Dorf, wenig das relativ wenig befestigt ist. Und man muss sich jetzt auch gar nicht so vorstellen, dass sie dann irgendwie alles massakrieren. Das ist ja gar nicht ihr Ziel. Ihr Ziel ist ja hin, möglichst viel klauen, weg, bevor irgendwie Gegenwehr kommt. Und die Gefahr ist ja tatsächlich, dass irgendwo dann ein Präritter, so ein Herr seine Truppen zusammenzieht und ihnen hinterher setzt, das wollen sie ja gar nicht, die wollen schnell weg. Andererseits, wenn es dann sowas ist wie eben Paris, wenn es ja wirklich Verbände und Heere bilden, da gibt es dann auch, es gibt ja innerhalb von Skandinavien, bilden sich Königreiche, da gibt es innere Streitigkeiten, dann werden diese Streitigkeiten teilweise so gelöst, dass eine, man versucht ja, holen wir uns eben England, da können wir auch siedeln. Ich muss immer an Bluetooth denken. Ja, Harald Blauzahn, genau. Und dann kommen halt immer auch so Aktionen, dass die ihre Schiffe über Land transportieren, mit Rollen und sagen, oh, wir können da gegen den Fluss nicht anfahren, also unsere Schiffe über Land, dann wieder in den Fluss und dann überfallen meine Gegner da, wo er uns nicht erwartet. Also das sind wilde Geschichten, die wir da haben. Aber eben, wenn wir uns den
echten Wikinger angucken, so die Optik, die hat halt überhaupt nichts zu tun so mit Vikings. So, da sehen wir ja irgendwie ausrasierte Seiten, ganz viele Tätowierungen, Lederrüstung, ganz viel schwarzes Leder, das muss immer irgendwie sein. Da haben wir die Axt als Waffe, unbedingt Äxte. Und wenn wir uns die tatsächlichen Wikinger angucken, die tragen halt eine Wolltunika, furchtbar wenig Rüstung, weil das zu der Zeit echt teuer ist. Also Helme vergleichsweise wenig, Ringpanzer oder Kettenhemden ganz, ganz wenig. Das ist in der Zeit insgesamt auch so, bei den Alemannen und so finden wir es genauso. Langobarden ist eher selten. Und die Hauptwaffe dürfte halt der Speer sein, weil Speer ist billig. Dann haben wir die Rundschilde, die sind tatsächlich eine Sache. Also die sind auch günstig. Und da kennen wir es halt auch so, die sind halt auch nicht sehr haltbar. Wir kennen da so diese Regeln für Zweikämpfe. Da stehen dann durchaus mal dabei, ja, du kriegst drei Schilde, wenn sie kaputt sind, hast du verloren quasi. Ich denke sofort an den 13. Krieger. Ja, auch ein sehr schöner Film. Ich meine, der ist ja von seiner Ausstattung her völlig wild. Der hat ja in einem Film 1000 Jahre Entwicklung, weil wir am Ende noch einen Morion-Helm sehen und so ein Quatsch. Und irgendwie Plattenrüstung in der Wikingerzeit. Und was ich so großartig finde, ausgerechnet beim 13. Krieger, weil die Wikinger hatten auch Schwerter. Und dann gibt es die Szene, wo dieser Araber ein Wikinger-Schwert in die Hand kriegt und es dann zu einem dünnen Säbel umschleift. Ja. Und dann guckst du dir mal an, wie diese Wikinger-Schwerter tatsächlich aussahen. Die waren leicht, die waren kurz. Ja, und also der kriegt ja so einen riesen Prügel in die Hand. Ja, und tatsächlich auch, die Originale sind echt leichte Waffen. Auch die Äxte, wenn wir mal welche haben. Der Anführer hatte ja auch ein Schwert, was man nur als so Bienenhänder bezeichnen würde. Das ist ja erst viel später gekommen. Und so Sachen. Oder auch dann lachen sie ihn ja aus wegen seinem kleinen Araberpferd. Und dann guckt man sich die Pferde der Wikingerzeit an. Das würden wir heute als Pony bezeichnen. Okay. Jetzt nicht an Shetland-Ponys denken, sondern Pony kann schon ein braunes Pferd sein. Da unterscheidet sich das Torwal Aventuriens natürlich ganz signifikant von der irdischen Vorlage, denn die Torwaler Langmähen gehören natürlich zu den besonders großen Kaltblutpferden in Aventurien, wie die Traloper Riesen. Ja. Aber wie gesagt, so Island-Ponys oder sowas, so Tiere hat man da oft, weil in Skandinavien große Pferde zu halten, ist halt nicht die allerbeste Idee. Ja. Nicht wirtschaftlich. Ja, überhaupt nicht. Und also das sind so diese Verwerfungen dazwischen. Also wir haben ja gerade eben sowas. Ich mag 13. Krieger halt gern. Also die Handlungen, also auch die irgendwie ich will wie der Fürste, Mann. Toll. Bin ich dabei. Und die Ausstattung dazu ist dann halt so. Oh. Hast du mal die Buchvorlage von Michael Crichton? Ja, habe ich mal gelesen. Die ist ja bei Crichton immer so, dass die Bücher nochmal eine ganz andere Hausnummer sind. Da gibt es auch diese Timeline-Buch, das ist ein ganz schlechter Film, aber ein relativ gutes Buch ist. Ich fand es auch interessant. Ja. Finde ich immer spannend. Und ich finde es auch lustig, dass Thorvald ja einen ganz anderen Weg gegangen ist und eben nicht dieses martialische Wikinger-Vikings aufgenommen hat, sondern dem schon in der allerersten Beschreibung haben die Torwaler so nette Eigenheiten bekommen, so liebevolle Eigenheiten. Die sind von Anfang an nicht nur die fiesen Schlechter gewesen, sondern man hat ihnen so ganz lustige Charaktereigenschaften mitgegeben, was ich damals total gut fand. Ich würde sagen, das kommt auch an, wen man fragt. Wenn man die Hoasia fragt oder die Zyklopäer, dann hört man da, glaube ich, eine andere Geschichte raus. Das ist bei den Wikinger auch nicht anders. Wenn man eine Saga sich anschaut und dann die zeitgenössischen Berichte von irgendwelchen Mönchen, kleiner Unterschied. Aber lass uns doch mal einen Blick auf eine alte DSA-Publikation werfen, die sich mit Thorwal beschäftigt, nämlich Thorwal, die Seefahrt des schwarzen Auges. Da haben wir ein wunderbares Cover von Altmeister Jütsche und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal Thorwal in Farbe gesehen. Wobei man dazu sagen muss, also ich weiß, alle sagen immer, Eirik immer da ist ein Thorwaler, weil er auf allen Jütsche-Covern drauf war. Ich glaube einfach, dass Jütsche so ein Bild von einem Helden im Kopf hatte, geprägt aus den Abenteuerfilmen eben aus der Türkei, aus den 60ern und 70ern, die sahen da halt so aus. Und ich habe mal, auf YouTube gibt es Videos oder Ausschnitte von sowas, die haben tatsächlich solche Helme mit solchen Flügeln an den Seiten, also aus Federn, nicht aus Metall oder so. Aber das ist auch eine Sache des 19. Jahrhunderts. Also diese Hörnerhelme und Flügelhelme kommen ja irgendwo her. Zum einen gibt es tatsächlich Vorlagen, die Kelten hatten die wildesten Helme und das wurde dann gerne übernommen. Dann Asterix hat ja auch. Ja, dann wird so bei Wagner Hörnerhelm drauf, fertig. Genau, und das hat sich halt erhalten. Das ist da. Und hier haben wir zum ersten Mal eben so einen Torwaler mit Bart und keiner gestreiften Hose. Ja, die wird so wichtig und er hat sie nicht. Ja. Und das war nun die erste Darstellung. Aber ganz wichtig bei solchen Illustrationen auch in der Zeit, es gibt nichts ohne
Metallarmbänder an den Armen. Ich habe nie verstanden, wozu Metallarmbänder sind, aber die gehören in Comics und Filmen in der Zeit unbedingt dazu. Leder, Metall, vollkommen egal. Ja. Ja. Und der Rundschild scheint mir ein Metallrahmen und ein Holzschild, ein Holzbuckel sozusagen. Oder stoffbezogen könnte es auch sein, ja. Aber das Lustige ist, es ist ja gar keine Torvaldsche Szene, weil das im Hintergrund sind ja eher so Mittelmeerschiffe. Ja. Das im Hintergrund sieht mehr mit so aus, könnte Nordafrika sein. Okay, auch die Wikinger sind ja wild rumgekommen. Die waren ja, ganz bekannt sind ja die Variagarde in Konstantinopel, wo sich der Kaiser eine Garde aus Nordleuten, aus Wikingern gehalten hat. Also die sind rumgekommen. Ich bin mal auf dem Nil mit so einem Schiff gesegelt. Ja, es ist aber ein ganz ähnliches Schiff, oder? Ja, ja. Also von daher. Ja. Hab vergessen, wie sie heißen. Aber das war so das erste Bild, was wir in Farbe von Torvald hatten. Ja. War für mich eine interessante Box, weil ich wusste vorher nicht, wie sehr mich Schiffe interessieren können. Ah, ja. Da waren ja ganz viele Schiffstypen. Wir haben auch, glaube ich, ein Bild von verschiedenen Schiffstypen mit dabei. Fand ich gut. Aber ich würde vorschlagen, wir werfen als nächstes mal einen Blick auf einen typischen Torvaler, wie er in späteren Zeiten in DSA so gang und gäbe war. Mhm. Nehmen wir mal den hier. Ja, genau. Na, da haben wir eben auch wieder nur so ein bärtig tätowiert Metallarmbänder. Stimmt. Und die berühmte gestreifte Hose. Ja, und wichtig, eine Axt. Ja. Oder Beil. Ja. Dem, ja. Der Swafnir-Anhänger, also unverkennbar. Ja. Jeder, der ein bisschen Aventurien kennt, sieht sofort, was gemeint ist. Ja. Für diejenigen, die kein Aventurien kennen, einmal die Erklärung. Swafnir ist ein Walgott. In der, ich sag mal, am weitesten verbreiteten Religion Aventuriens wird er als der Sohn der Kriegsgöttin Rondra und des Meeres- und Wettergottes Effert interpretiert. Die Torvaler hingegen sehen in ihm ihren Hauptgott, der in der Inkarnation eines weißen Wals sie aus ihrer Heimat in Hjaldingard auf dem Westkontinent Myranor, wo sie halt im Krieg lagen, an sichere Gestade im Nordwesten Aventuriens geführt hat, sozusagen für die sichere Überfahrt gesorgt hat. Und dafür verehren sie ihn bis heute. Ist ja bis heute so eine Paradoxon, dass im Namen schon Thor vorkommt, einer der wichtigsten Götter für die Wikinger, der aber in dem Hintergrund Aventuriens überhaupt keine Rolle spielt, völlig unbekannt ist, gar nicht da ist, aber Thor ist immer noch drin. Aber es setzt so ein Vibe, oder nicht? Also, absolut, der Name, ich würde ihn auch nie ändern, weil Torvald, ja okay, muss irgendwas, finde ich. Ja. Finde ich aber netten Fun-Fact. Und als wir letztes Mal über Garethien gesprochen hatten, da hatten wir euch ja zur Auswahl gestellt, über welches Setting, welche Region wir als nächstes sprechen sollen. Und da haben André und ich schon off-camera so ein bisschen über Torvald gesprochen. Da haben wir auch über den Ursprung der gestreiften Hosen gesprochen oder den vermuteten Hintergrund der gestreiften Hosen. Magst du das nochmal erzählen? Was? Also ich glaube, ich kenne so gestreifte Hosen halt so aus der Rote Korsar. Piratenfilme. Und alter Klassiker. Absolut. Und ich glaube, das ist irgendwie da reingekommen. Aber das meine ich ja genau. In der ersten Beschreibung gibt es schon so nette Besonderheiten. Da wird eben auch gesagt, ihr Modegeschmack, die nehmen alles, was nicht mehr drauf im Baum ist. Und das horasische Ballkleid unter der Krötenhaut. Absolut. Oder auch so die Küche, dass gerne alles überzuckert wird. Also entweder gewürzt, gefärbte Speisen, wo war in der ersten Beschreibung irgendwie ganz wilde Geschmackskombinationen. Und das fand ich so, hat für mich damals... Ich meine, wie alt war ich, als die Box rauskam? Wann ist die Box rausgekommen? Das muss Ende der 80er gewesen sein, vielleicht Anfang der 90er. Ja, also so war ich gerade so noch nicht ganz erwachsen. Hat mich fasziniert. Ich war jetzt nie so der riesige Torvaler-Fan, aber ich habe zum Beispiel einen torvalischen Skalden gespielt, weil ich einfach diese andere Kultur lustig fand. Und es hat denen halt so was Liebenswertes gegeben dabei und das fand ich von Anfang an gut. Dabei waren sie ja Piraten. Ja, sie waren Piraten, klar. Aber auch da wieder eine Parallele zur realen oder zumindest zu Brauchtum der realen Wikinger, die haben einen Ehrenkodex. Also auf das Wort eines Torvalers kann man sich schon verlassen, außer man ist jetzt gut, also wenn sie gerade deine Güter überfallen, dann ist das aber, sonst kann man sich halbwegs darauf verlassen. Und es ist auch bei den Wikinger oder bei den Skandinaviern in der Zeit halbwegs so, dass die schon sehr viel Wert auf persönliche Ehre legen, außer sie sind halt auf Wiking, dann ist das halt eine Art von Krieg und dann Absprachen. Vielleicht ordnen wir für unsere Zuschauer noch so ein bisschen ein. Torvald als Setting wird ja schon in der alten, im alten Aventurienheft aus dem Abenteuerausbauspiel erwähnt. Mhm.
aber das war noch kein spielbarer Heldentyp. Das kam erst mit DSA 2, mit die Helden schwarzen Augen. Da war der Torwaller plötzlich ein Heldentyp, aber damals wurde noch nicht differenziert nach Herkunft oder Profession oder irgendwas in der Art, sondern es gab eben nur Heldentypen, die so ähnlich wie Klassen eigentlich funktioniert haben. Das war der Torwaller. Genau, es gab nur den Torwaller. Es wurde nicht differenziert zwischen, das ist jetzt ein Torwaller Magier, das ist ein Torwaller Skalde, das ist ein Torwaller Krieger. Es gab nur den Torwaller und die waren eigentlich alles irgendwie so Seeleute und Piraten. Und da gibt es auch was ganz Lustiges, hat sich verselbstständigt, weil man, also damals hat man noch alles Mögliche auswürfeln können, man konnte auch die Größe auswürfeln. Ja. Und die Maximalgröße eines Torwallers war ziemlich groß. Die Durchschnittsgröße war aber gerade mal 1,80. Tatsächlich. Aber ich wüsste nicht, dass ich so in den ersten 10 Jahren irgendwann mal einen Torwaller... So einen kleinen Torwaller getroffen habe. Nie. Die waren alle über 2 Meter, womit sie schon erstaunlichen Würfeldurchschnitt hatten. Ja. Aber es war immer so, Torwaller müssen 2 Meter oder größer sein, sonst sind es keine richtigen Torwaller. Also mein Skalde war 1,68. Das war so der Gag daran. Ja. Und natürlich, die realen Skandinavier waren jetzt bei der Versorgungslage nicht die größten, die rumgelaufen sind. Also wenn man, der mittelalterliche Mensch ist im Schnitt größer, als man denkt, aber wenn man gerade bei so den Wikingern von so 1,70 ausgeht, dann ist man schon gut dabei. Weil einfach eine Region, die nicht so unfassbar viel Nahrung hergibt, das schlägt sich nieder. Also die waren vermutlich nicht die größten Europäer ihrer Zeit. Aber dass der Torwaller über 2 Meter sein muss, hat sich, glaube ich, festgesetzt. Das ist so im Kopf der Leute drinnen. Was natürlich vielleicht auch mit diesem anderen Paradoxon zu tun hat, weil der Kontinent Aventurien hat ja ganz viele technische Level. Letztlich wie die Welt heute auch. Wir haben heute noch Menschen, die quasi steinzeitlich leben, muss man sich klar sehen. Aber in Aventurien haben wir halt technischen Stand von Steinzeit bis, was ist das Modernste, was wir haben? Wahrscheinlich Horas Reich oder Alanfa. Das sind wir Ende 16. Jahrhundert. Nachdem, es gab ja mal eine andere Beschreibung, da reden wir drüber, wenn wir über das Horasreich reden. Aber, und da haben wir mit den Torwallern eine Kultur des Frühmittelalters, des 8., 9., 10. Jahrhunderts, die sich ausgerechnet mit den Horasiern, die im 16. Jahrhundert leben, anlegen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wie kann das funktionieren? Und eine Lösung am Anfang war natürlich, ja, die sind natürlich mit ihren 2 Metern und Körperkraft 15, 16, 17, 18, der kleine Horasier in seinem Rüschenhemd, der kippt da mit seinem Degen aus den Latschen, wenn so ein Torwaller kommt. Ich glaube, das war für so einen normalen Spieler in seiner Gedankenwelt die Lösung des Ganzen. Hm. Und deswegen waren die Torwaller immer extrem stark, extrem groß aufgebaut. Ich weiß gar nicht genau, ob der Gedanke der überdurchschnittlich großen und überdurchschnittlich starken Torwaller in der Publikationshistorie ob es da eine Koinzidenz zu dem Torwald-Horasischen Krieg gibt, denn der kam ja eigentlich relativ spät, wenn du das betrachtest. Ja, aber so, die Leute müssen es ja insgesamt einordnen, weil wie kann diese altmodische Kultur gegen Leute in Ritterrüstungen anstinken? Und das ist so meine Vermutung, dass deswegen der Torwaller als, der war halt der aventurische Conan. Du hast ja keine Barbaren sonst, die kamen ja später mit Trollzackern und so. Und Fjarningern. Ja, genau. Und wenn ich sowas haben will, dann brauche ich meinen Torwaller. Ja. Und ich glaube, deswegen sind die von Anfang an in der Gedankenwelt der Leute groß und stark gewesen. Also ich glaube nicht, dass das an dem Konflikt mit den Horasiern... Nee, das ist nur ein Beispiel. Das ist auch nur ein Beispiel für... Das ist eher an der tatsächlich popkulturell geprägten Vorstellung des Nordlandmanns oder des Nordmannes an sich ist, dass der groß und stark ist. Aber so wie sie ja auch zum Beispiel im 13. Krieger aber nur da. In der Regel dargestellt aber nur sind. Da. Guck dir die anderen an. Guck dir die Wikinger hier mit, was war Kirk Douglas, glaube ich, die Wikinger. Da sind sie schnell und flink. Mhm. Letztlich sind Wikinger ja auch noch für Prinz Eisenherz ganz spannend. Da tauchen sie ja auch auf. Vikings und so, das sind sie eher die schnellen, flinken, das sind nicht die Muskelprotze. Und eigentlich nur sowas wie 13. Krieger hat wirklich die großen, starken Typen. Also wenn du wirklich in die Popkultur kommst, dann ist das gar nicht, ist diese Verbindung 2 Meter groß, muskelbepackt und Wikinger ist eigentlich gar nicht da. Das ist auch wieder so der Torwaldsche Sonderweg ein bisschen. Ich überlege gerade, es gibt ja diesen Beowulf, mehrere Verfilmungen von. Ja, ganz viele. Ja. Da würde ich auch sagen, dass sie tendenziell eher größer und stärker sind. Und bei Vikings hast du ja mit Rollo jemanden, der durchaus auch aber physisch eindrucksvoller ist als die anderen. Ja, wobei Vikings ist ja nach Torwaller, kannst du nicht heranziehen.
Gleich schmeißt er mich raus. Gut, aber ich habe hier noch ein schönes Bild, wo wir ja, gerade beim Thema sind. Da haben wir nämlich mal zwei Torwaller Darstellungen, von denen ich sagen würde, die eine, die kommt historischen Vorlagen recht nah, nämlich unser Hetman. Da haben wir eben genau die Wolltunika. Genau. Ja. Und dann haben wir auf der rechten Seite einen also ganz klassisch popkulturell beeinflussten Torwaler mit sogar mit Schwert auf dem Rücken. Da können wir, glaube ich, auch ganz klar sagen, ja, das ist natürlich von kontemporären Fernsehserien beeinflusst. Und da müssen wir auch nochmal ganz unbedingt sagen, also das Ganze geht hier ja nicht darum zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, sondern wir machen ja dieses freundlich, neckige Streitgespräch-Geschichte Game Designer. Ich würde es nicht Streitgespräch ja. nicht mal nennen, aber wir wollen natürlich, dass ihr ja. euch das rauspickt, was euch Spaß macht und da ist es natürlich interessant, euch die Möglichkeit zu geben, das zu spielen, was ihr zum Beispiel beim Streamingdienst eurer Wahl seht und was ihr toll und spannend und abenteuerlich findet. Aber wenn ihr großen Spaß daran habt, eben auch eine historische Vorlage genauer euch anzugucken, ja. Habt ihr beide Möglichkeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 13. Krieger, die ganzen Gespräche und so gehen total an mich ran. Mhm. Ja, und also ja, im Rollenspiel super, fantastisch gut. Ja, deswegen genauso eine Bandbreite wünsche ich mir natürlich auch. Ja. Mich jetzt interessieren würde, wir hatten ja auch vorher schon Waffen angesprochen, du hast ganz deutlich gesagt, die Axt ja. ist ja nicht gar nicht die typische Waffe gewesen, ja, aber man hat sie popkulturell so es drin. Es gibt sie, also Äxte sind ein Ding, gerade auch, auch Langäxte sind teilweise benutzt, weil die arbeiten ja viel mit ihren Schilden. Da ist mittlerweile auch in der Forschung umstritten, wie sehr die im Schildwall kämpfen. Es ist ja immer so das Typische, dass die einen engen Schildwall bilden und da ist auch neuere Forschung sagt, ob das so wirklich die gute Variante ist, ist gar nicht klar, vor allem, weil sie sich auf so heftige Kämpfe eigentlich gar nicht einlassen sollten. Sie sind meistens in der Minderzahl und ein Schildwall gegenüber macht, ist keine sonderlich gute Idee. Ja. Aber diese Schilde sind natürlich auch die Hauptverteidigung. Die sind ja relativ groß, die decken dich komplett ab. Knie bis zum Kinn, dann kommt der Helm, einfach weil Rüstung selten war. Deswegen ist der Schild wirklich die wichtigste Waffe. Und die Axt hat natürlich einen Vorteil, du kannst zum Beispiel ein Schild damit wegziehen, du kannst anders handhaben als mit dem Schwert. Andererseits ist eine Axt auch nicht so vielseitig wie zum Beispiel ein Schwert. Ein Schwert hat einfach ganz viele Möglichkeiten. Du kannst stechen, du kannst schlagen, du kannst Rückhandschläge machen. Eine Axt hat letztlich eine Angriffsart. Jemand, der mit einer Axt umgehen kann, wird jetzt natürlich widersprechen. Aber grundsätzlich Schwert-Axt ist die Axt die eingeschränktere Waffe. Trotzdem finden wir sie in der Kultur. Durchaus. Aber wenn wir sie haben, vergleichsweise kleine Köpfe. Also irgendwie, je mehr Metall daran ist, umso unrealistischer wird es. Einfach weil, warum soll ich so viel Metall verschwenden? Und wir reden von der Eisenzeit, wir reden vom Frühmittelalter. Jedes Stück Eisen muss vom Schmied raffiniert werden. Es muss im Rennofen erzeugt werden. Dann die kleinen Brocken ausraffiniert werden. Das sind zusammen. Details, über aber, die sich der Game Designer kostet. Ja, aber es ist eine riesige Arbeit. Ja, genau. Und der Game Designer kann sagen, ja, ist halt Metall da. Pff, mir doch egal. Ich meine, die ganze Kultur der Zwerge basiert darauf. Ja, aber du kannst uns ja mal sagen, ob zu viel Eisen in den Torwaller-Äxten steckt. Ja, wir haben nämlich ein paar mitgebracht. Also grundsätzlich, es gibt natürlich noch die Barbaren-Streitaxt, die auch in Torwall verbreitet ist, was natürlich auch als solche Doppelblatt-Äxte sind. Ja, also, nicht wirklich historisch. Achso, du gehst nach Indien, die haben alles. Inder haben alles. Ich meine, die Barbarenstreitaxt im allerersten DSA-Regelwerk unter den Waffen ist die Barbarenstreitaxt. Und sie hat verdammt nochmal den höchsten Schaden. Also bitte, worüber reden wir hier? Und es gibt eine Szene, der Conan eine Doppelblattaxt benutzt. Fertig. Das reicht. Aber was wir ja gerade sehen, das finde ich sehr, sehr schön, weil das sind tatsächlich, man merkt einfach, da hat sich jemand zumindest Originale angeschaut. Im Gegensatz zu ganz viel Ausstattung von Fernsehserien. Das Schwert zum Beispiel, diese Knaufform ist relativ typisch. Ja, auch dass die Parierstange, jeder Fechter haut mich jetzt wieder für was, Parierstange, aber dass die wirklich kaum da ist, weil man hat das Schild und man braucht hier keinen großen Schutz. Ja. Ja. Dazu muss ich mal ganz kurz einwerfen. Also erstmal, die Illustrationen stammen aus der Rüstkammer der Gestalter des Gottwalls, jetzt neu erschienen in Helden des Gottwalls. Und die Illustrationen sind von Sebastian Watzlawek. Der meiner Meinung nach wirklich ganz grandiose Waffenillustrationen macht. Der bekommt diesen Metalleffekt einfach unglaublich gut hin. Hat übrigens auch
Ich werde nicht müde, dieses Buch zu erwähnen. Kaiser Retos Waffenkammer in der aktuellen Version ganz viele Waffen illustriert. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe den Band damals redaktionell betreut, war für mich, dass wir den Torwalern endlich mal Waffen geben wollten, die aussehen wie Torwaler-Waffen, also mit der natürlich Wikinger-Waffen im Hinterkopf. Denn früher hatten Torwaler einfach ganz normale Schwerter, die halt aussahen wie so ein Ritterschwert, man sich vorstellt, oder ein Säbel, der natürlich eher inspiriert ist durch so Piratensäbel aus, ich sag mal, Piraten der Karibik in die Richtung oder Entermesser. Aber hier ist jetzt eine neue Waffe für Aventurien, die ich sehr feiere. Sachs meinst du? Ja, weil da ist ein Sachs und das gab es vorher nicht. Genau. Und das ist so eine unfassbar wichtige Waffe für das ganze Mittelalter. Also ich meine, es gibt ja viele germanische Stämme, haben ja ihren Welche Namen. Waffe ist denn das Sachs jetzt für unsere Zuschauer? Da die unten nicht diese Waffe mit der Scheide und diese mit dieser abgesetzten Spitze, die so aussieht, als würde die wie ein durchgeschnittenes Schwert. Genau, also die Waffe, das die unten quer abgebildet ist. Es gibt dann auch das Kramersachs und ganz viele Namen sind ja von Waffen inspiriert. Also Franken, Franziska, kann man jetzt ja streiten, in welche Richtung. Die Sachsen, das Volk der Sachsen, steht in Verbindung mit dieser Waffe. Und das ist so, das ist ja nicht mal unbedingt eine Waffe. Je nach der Größe ist das so die Allzweckklinge, die man bei sich hat. Haumesser, Arbeitsmesser, dann gibt es eben größere Varianten. Und ich war vor einiger Zeit in Aachen in der Domschatzkammer. Da liegt das Sachs von Karl dem Großen. Also Karl der Große hatte ganz klar für seine Zeit, ist immer im 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, der hat natürlich einen Sachs. Die übliche Seitenwaffe seiner Zeit. Und dass ich die jetzt hier sehe, auch in dieser hängenden, die wird wirklich so hängend am Gürtel getragen, horizontal, nicht wie ein Schwert. Ich habe das in der Illustration gesehen, habe so ein bisschen gedacht, Ja, wir haben uns Mühe gegeben, das so ein bisschen zu modernisieren, in Anführungsstrichen, und den Torwalern ihren eigenen Waffenlook zu geben. Das Hjalsmesser ist sogar, das gibt es auch noch in verschiedenen Größen. Das ist das, was du denn so als Werkzeug meinst. Die von der Form her ganz ähnlich sind. Genau. Ja. Wir haben diesen Werkzeugmessern weniger Knauf und weniger Parierstange gegeben. Die gibt es auch teilweise ganz unten, das ist nur der Griff dran. Genau, um einfach zu zeigen, das ist eher ein Werkzeug, während das hier, was hier abgebildet ist, tatsächlich eine Waffe sein soll. Wobei, ich stelle mir da schon die Szene vor, ich spiele einen Torwaler und irgendeine Wache im Süden kommt, gibt deine Waffen ab und er gibt seine große Waffe ab und hat da immer das Sachs. Und was ist damit? Doch keine Waffe. Also das ist so, das fühle ich schon. Ja. Dass der Torwaler da diskutieren würde, nein, das ist... Wie habt ihr die genannt? Das ist ein Hjallander Entermesser. Okay, gut, das ist elegant, weil das Entermesser, wie du schon sagst, war ja so eine Standardwaffe der Torwaler. Ja. Und jetzt retconnt ihr quasi das Entermesser zu einem Sachs. Großartig. Und Hjalland, das ist halt so eine Insel im Golf von Bremen. Mhm. Ich glaube, das war der Name von dem. Ja, das ist gut. Finde ich schön. Und der Helm ist ganz spannend, weil es ist so ein, ich glaube, das ist sogar wendelzeitlich, das ist knapp vorher. Aber wir haben gar nicht so viele Belege für Helme aus der Zeit. Tatsächlich wenig. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten aus England, Sutton Hoo, das Grab. Und da gibt es einen Helm, der ist ganz ähnlich vom Grundaufbau. Nur, dass ihr halt hier mit den Walzeichen das Ganze torvalisiert habt. Genau. Ja? Dieser Brillenhelm, auch diese Brillenhelme, das sieht man bei historischen Darstellungen wahnsinnig oft. Ja. Die Quellenlage für Brillenhelme ist echt... Man klammert sich halt an das, was man hat, auch wenn es wenig ist. Ja, das ist auch ganz spannend, da können wir gleich mal drüber reden, woher wissen wir über die Wikinger, weil das ist ein ganz spannendes Thema. Da hast du uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Ja, genau. Also ansonsten haben wir hier natürlich noch die Mordaxt. Da würde ich jetzt natürlich als Spätmittelalter-Darsteller sagen, die Mordaxt ist diese, der Wachengeheimer ist die Mordaxt. Ist das. Ja, genau, ja, richtig. Ja. Die haben wir in den Nordmarken auch verortet. Ja. Hier haben wir die Langaxt. Mit der charakteristischen Axtblatt und die Orknase. Ja. Aber diese Langaxt genau findet man, die kann man, auch da kann man jetzt streiten, wie häufig die war, aber die ist ein Ding. Bei dieser Orknase, da sind wir jetzt genau beim Punkt, das ist schon wieder eine Metallmenge. Ja, man sieht bei einigen Fernsehserien tatsächlich diese Art von Axt, aber mit einem etwas kleineren Axtblatt. Aber wir sind natürlich in der Fantastik unterwegs. Ja, niemand möchte seinen starken Torwaler mit so einem Mini-Axtblatt spielen. Verstehe ich völlig, genau. Aber was ich an dem Axtblatt noch sehe, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das sind die Verzierungen am Axtblatt, die ja auch recht charakteristisch sind für Torwal und die historischen Vorlagen. Können wir aber später zu kommen.
Was bei den Schwertern halt ist, ich glaube, das weiß ich gar nicht, aber die sind gerade in der Zeit, sind die sehr oft aus Wurmbundenstahl, das was man auch Damaststahl nennt. Also dieser Stahl, der diese Struktur hat, diese Damaszierung, das haben die tatsächlich sehr, sehr häufig gemacht. Das kommt eben aus diesem aufwendigen Prozess, den Stahl herzustellen. Mhm. Und wenn ich da Stähle kombiniere und so, da ist dieses Damaszieren eine Möglichkeit, Stahlqualitäten zu verbinden. Deswegen haben ausgerechnet die frühmittelalterlichen Schwerter ganz oft diese wurmbunten Damast. Und die spätmittelalterlichen Schwerter, die halt eine ganz andere Metallurgie haben, die Pfeifen drauf und machen einfach Monostahl. Ja, also vom rein handwerklichen sind die unsagbar aufwendig. Mhm. Und da gibt es ja auch so die Ulfbert-Schwerter zum Beispiel, da gibt es schon Markennamen. Da gibt es schon berühmte Schmiede, deren Waffen in ganz Europa gehandelt werden. Das ist auch wieder ein komplizierter Komplex, aber da gibt es eben Schwerter mit der Inschrift Ulfbert. Das heißt im Prinzip, der Schmied Ulfbert hat das gemacht. Ja, also find ich irre, dass zu der Zeit schon so Produktionszentren bestanden haben. Ja, dann gucken wir uns doch mal ein paar historische Bilder an. Ja. Welches hättest du gerne als erstes? Egal. Den zum Beispiel, der ist spannend. Ja, dann nehmen wir doch mal den Stein hier. Ja, der ist nämlich so, das ist, also wir wissen über die Wikinger wenig aus ihren eigenen Quellen. Die haben gar nicht so viel Schriftkultur hinterlassen. Es gibt Schrift, es gibt ja auch Runen und so. Also sie haben was hinterlassen. Wozu denn auch? Sie haben ja ihre mündliche Überlieferungskultur. Ganz wichtig, ganz genau. Diese mündliche Kultur war wahnsinnig wichtig. Und man muss auch überlegen, bis ins Hochmittelalter, auch der Rest Europas war vor allem eine oral überlieferte Kultur, abgesehen von den Mönchen, die alles aufgeschrieben haben und ein paar sonstigen Ausnahmen, wurde nicht viel gemacht. Selbst wenn wir ins Hochmittelalter gehen zu den Minnesängern, dass deren Sachen aufgeschrieben wurden, ist schon die Ausnahme. Und bei den in Skandinavien wurde halt erzählt. Und wenn du so eine Skaldenkultur hast, die es gewohnt ist, sich Dinge zu merken, wo auch die Versmaße darauf ausgelegt sind, sich etwas zu merken, dann funktioniert das. Ja. Und dann, was wir eben dann häufig aufgeschrieben haben, sind spätere christliche Quellen. Es gibt zum Beispiel die Edda, so eine der bekanntesten Quellen aus Island, so die große Sage, und da kennen wir auch ganz viel über die Götterwelt. Wissen wir fast alles aus der Edda. Problem ist, Edda ist aus dem, ich glaube, 13. Jahrhundert, also ganz, ganz spät, weit von den Wikingern weg, von einem Christen aufgeschrieben und nicht mal um die Geschichte quasi aufzuschreiben, sondern um für ja, isländische Skalden, die es immer noch gibt, ein Lehrbuch für Geschichten erzählen zusammenzuschreiben. Also das war so sein Hauptding. Es ist ein Lehrbuch für Geschichtenerzähler. Der hat bestimmt gar nichts verfälscht. Na, und das, genau, das ist das Problem, dass wir, das ist unsere Quelle. Also wenn heute Leute auch kommen mit dem ganzen Asenglauben und sowas, ja, hervorragend, das wissen wir aus einer christlichen Quelle des 13. Jahrhunderts. Super. Es gibt ein paar Sagas aus der Zeit, die später aufgeschrieben sind, aber wahrscheinlich vergleichsweise unverfälscht sind, weil sie eben mündlich überliefert wurden. Mhm. Und ansonsten sind unsere ganz massiven Quellen zu den Wikingern christliche Zeitgenossen, Angelsachsen, Franzosen, was auch immer, wo sie waren. Wir haben ja selbst, also der 13. Krieger hat ja einen wahren Hintergrund. Es war ja ein arabischer Reisender, der ist nach, der hat im heutigen Russland getroffen, also wirklich Russ. Es gibt ja auch in den Wikingern noch die Sonderform, Wikinger, ja, die Russ. Und es gibt aber auch einen jüdischen Reisenden, der aus Arabien kam, der ist nach Heiterbu gekommen, meine ich. Und also da haben wir auch so Quellen. Und die widersprechen sich zum Teil munter. Also es gibt da Quellen aus von den Angelsachsen, die erzählen, wie reinlich die Nordleute waren. Und überspitzt kann man sogar sagen, die nehmen uns die Frauen weg, weil sie ständig kämmen und ihre Nägel machen. Ja? Und andererseits sagt eben dieser Reisende in Heiterbu, das sind die dreckigsten Menschen, die er je gesehen hat, weil sie sich nach dem Essen die Hände nicht waschen. Okay, also da prallen Kulturen aufeinander. Ja. Und, aber das sind so, da haben wir nur vergleichsweise wenig. Die wichtigste Quelle ist Archäologie. Da haben wir wirklich riesige Komplexe. Mit Heiterbu oder Birka haben wir auch Großkomplexe, ganze Ortschaften, die ausgegraben werden. Also archäologisch wissen wir viel. Wenn es dann aber zu den wirklichen Inhalten geht, da gibt es oft erstaunliche Lücken. Du hast gleich nochmal ein... Willst du uns kurz erzählen, was da auf dem Stein dargestellt ist? Genau, weil das ist so ein schöner, das ist nämlich so schön, das ist eine Christusabbildung. Okay. Weil es gibt ja auch so oft die Idee, dass die Wikinger so die letzten Heiden sind, die sich gegen die Christianisierung verteidigen. Nee, vor allem die Christianisierung da oben geht vor allen Dingen von den Königen aus, die ihre Macht festigen wollen. Und die sind auch ganz locker. Es gibt ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, es gibt eine Gussform, die ist gefunden worden, da ist ein Torshammer als Anhänger und ein Kreuz als Anhänger in einer Gussform. Das haben die einfach mal beides gemacht. Und die sind da sehr ambivalent. Und die nehmen auch Christentum schnell mal an, so wenn es gerade passt. Man muss immer eins sehen, für die hat Christentum einen großen Vorteil.
in ihrem Glauben, zumindest soweit wir das wissen, kommst du ja nach Valhalla, wenn du als Held gefallen bist. Und jetzt bist du ein Bauer in Skandinavien und eben kein großer Held. Und du weißt, du kommst eben nicht nach Valhalla. Und dann kommt so ein christlicher Priester. Nee, du musst kein Held sein. Du kommst ins Paradies, wenn du ein guter Mensch bist. Ah. Also, wenn ich als Bauer gut lebe, komme ich ins Paradies. Jupp. Das war ein riesen Verkaufsargument. Und deswegen waren auch die relativ schnell dabei. Und, aber sowas ist eben schön. Sie nehmen dann diese Christusgeschichte und übertragen sie in ihre eigene Vorstellungswelt. Dann sieht er plötzlich so aus. Mhm. Das finde ich so großartig. Das finde ich so inkulturierend, so. Da ist eben nicht diese Trennung, sondern ja, tolle Geschichte, nehmen wir mit, da. Ja, spannend. Ja. Dann haben wir hier so ein Vorhang oder eine Stickerei. Das ist die Tapete oder der Teppich von Bayeux. Das ist die Geschichte um die Eroberung Englands durch die Normannen, ist also nach 1066 entstanden. Mhm. Aber was ich daran eben nett finde, du hast da noch ein Langschiff, ein Wikinger-Langschiff. Du siehst sogar noch die Schilde derzeit auf dem Teppich von Bayeux. Ist halt kein Teppich, ist ein Wandteppich, deswegen betone ich das. Sind ja so tropfenförmig, dieser typische Normannenschild. Und hier sieht es noch nach Rundschilden aus. Und das, was wir jetzt da auf einem wirklich ganz am Ende sehen, das ist eben so, wie wir uns so eine Flotte vorstellen müssen. Diese Langschiffe mit diesem tatsächlich Drachenkopf, das können wir halbwegs sehen, ist da. Dieses Rechtecksegel, die Leute, man sieht hier ungerüstet, die fahren natürlich auf See nicht komplett gerüstet. Warum? Die Schilde an der Seite, weil da kann man sie am besten transportieren. Und da haben wir tatsächlich, also das ist von Normannen, von nordfranzösischen Edelleuten, die sich schon quasi als Ritter geben, die auch einen kompletten Ringpanzer tragen, aber in ihrer Kultur ist die Erinnerung noch da. Und ihre Schiffe sehen wohl auch noch so aus. Und deswegen finde ich ein schönes Bild dafür. Also außerdem, wenn man jetzt in ein Torvalder Langhaus kommt, fände ich die Idee, dass so ein Wandteppich da mit solchen Stickereien an der Wand hängt, total schön. Ja. Eine Saga muss ja, also es wurden ja Dinge aufgeschrieben, aber nicht in Buchstaben, sondern eben in Bildern. Jetzt haben wir schon wieder so viele Stichworte, zu denen ich allen gerne Bilder zeigen würde. Ja. Fangen wir mal an mit dem hier. Da haben wir eben schon an dem Wandteppich so einen Drachenkopf gesehen. Mhm. Hier haben wir mal eine aventurische Version von einem solchen Drachenkopf. Mhm. Der die Langboote oder die Torvalder Drachen, die sogenannten Otters, am Bug ziert. Ich kenne da recht viel, ich sag mal, gefährliches Halbwissen. Im Sinne von, ja, wenn sie auf Plünderfahrt gingen, dann hatten sie solche Drachenköpfe an den Schiffen. Und wenn sie auf Handelsfahrt waren, dann gab es die nicht und so weiter. Das ist eben genau das Problem. Was kannst du da historisch zu sagen? Ich fürchte nicht viel, weil die Quellenlage, da fehlt eben einfach so die Aussage, ja, das haben wir so gemacht. Hm. Ja, also wir sehen Bilder, wir können das sagen, es gibt Handelsschiffe, die wahrscheinlich auch breiter und mehr Tiefgang haben, weil sie ganz andere Anforderungen Knorr. Haben. Ja, Knorr. Das ist auch, wenn wir in die Hanse-Geschichte gehen, das sind dieselben Schiffstypen immer noch vorhanden. Man kann jetzt argumentieren, das ist generell ein anderer Schiffstyp, der wird dann aufgebaut. Ob jetzt dieser Drachenkopf wirklich eine tiefe, kultische Bedeutung hatte, wie der in der Glaubenswelt drin ist, kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen. Mhm. Für eine Fantasy-Welt wäre es natürlich völlig verloren, das Potenzial nicht auszuschöpfen. Ja, richtig. Und dann auch mal ein Bund, was natürlich immer noch eine schöne Extra-Geschichte ist. Und dann haben wir eben schon über das Thema, oder du hast es eben mal kurz erwähnt, das Langhaus. Auf Torvalds nennen wir es Jolskrim. Ich weiß gar nicht, ob das ein historisches Vorlage aus dem Norwegischen oder Isländischen oder sowas ist. Das sind auf jeden Fall Sprachen, an denen wir uns ein bisschen orientieren, wenn wir neue Fantasieworte für das Torvalds oder das Jaldingsche schaffen wollen. Aber hier hat unser Chef, oder das ist sogar von Kalla, von Tokala, die übrigens demnächst ganz fantastische Bilder im Mosaik der Märchen Crowdfunding präsentieren wird. Ja. Unsere Sepia-Spielpläne. Mhm. Hier aus dem Torvald-Crowdfunding haben wir ein Langhaus mit dabei. Das ist jetzt ein bisschen gestaucht, mögt ihr sagen. Also es sieht so ein bisschen aus, erst wie eine Tonne, als wie ein Langhaus. Das liegt einfach daran, dass wir zu dem Zeitpunkt gerade angefangen hat, mit diesen Spielplänen auch zu arbeiten und noch überlegt haben, in welchem Format wir die machen. Das Torvald Crowdfunding hatte diese Spielpläne noch in einem Heft, so wie die Drachenritterbox das hat, also zum Umblättern.
Und da ist natürlich wichtig, da das Heft in A4 ist, dass die Maximalgröße eben A3 ist, nämlich wenn das Heft aufgeschlagen ist. Das waren also keine faltbaren Spielpläne, die jeweils einzeln sind in einer leeren Rückseite, sondern das war ein Heft und da war auf jeder Doppelseite der neue Spielplan. Und es muss natürlich trotzdem zu den Blips skaliert sein, also zu den Acrylmarkern, die wir damit benutzen. Die haben halt 25 mm für menschengroße Spielfiguren. Und das muss mit dem Haus natürlich passen. Deswegen ist es ein bisschen gestaucht, damit man das vernünftig maßstabsgetreu benutzen kann. Aber wir sehen hier einige zentrale Elemente, die wohl auch historische Vorlage haben, wie zum Beispiel die zentrale Feuerstelle und so weiter, oder? Es gibt jetzt, ich war mal in einem Slawendorf, habe danach einen Freund, der Experte für Slawen ist, gefragt, ich habe Bilder gezeigt und gefragt, wie realistisch ist das denn? Und der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, André, alles was wir haben sind Pfostenlöcher. Ich hätte gedacht, bei einer Feuerstelle hat man vielleicht noch eine Asche oder sowas. Genau, also du hast einfach, du musst ganz viel auch extrapolieren aus späteren Gebäudeformen. Also diese Langhausform, die bleibt auch relativ lange da. Aber wir wissen über die historischen Langhäuser tatsächlich weniger, als wir gerne wissen würden. Und alles oberhalb der festen Löcher ist quasi Interpretation. Da gab es auch mal einen ganz, ganz großartigen Aufsatz von einem, der hat einen keltischen Nachbau genommen und hat dann gesagt, okay, dieser Keltennachbau, wie er üblich ist, so relativ karg und hat dann daneben so das Traumferienhaus gepackt und hat gesagt, das ist genauso realistisch, weil wir können alles nachweisen, das ist nur am anderen Ende der Skala. Und zwischen diesen beiden Entwürfen mit Fenster, also Gaube und Blumenkästen vor den Fenstern und einem einfachen gestampften Bodenlanghaus, alles dazwischen ist möglich. Mhm. Wir wissen es tatsächlich nicht so genau. Aber ich meine, diese Langhäuser implizieren natürlich durch ihre reine Existenz schon Dinge, denn es ist ein Sippenhaus. Wir reden ja von Sippenverbänden oft. Ist natürlich auch die Frage, reden wir von einem Haus eines Bauern, der seine Tiere noch mit drunter hat, oder ist es eine Feierhalle? Mhm. Ist es ein Häuptlingshaus, in dem man das natürlich ganz andere Notwendigkeiten hat, aber wenn wir eben so ein Sippenhaus haben, so ein Haupthaus, wo eben auch ein Sippenoberhaupt residiert, dann müssen wir natürlich ausgehen, es müssen Leute reinpassen, es kann nicht zur Hälfte aus Ställen bestehen, ja, er muss irgendwo seinen Punkt haben, wo er schläft, vermutlich, aber diese Langhäuser darf er eben nicht einzelne Häuser für jede Kleinfamilie haben, wie wir es in Mitteleuropa ja ganz viel haben, sondern eben diese großen Häuser sehen wir auch in heutigen Kulturen. Wir haben ja so zum Beispiel im Amazonasgebiet haben wir auch Stämme, die wirklich in einem großen Rundhaus leben. Und das ergibt natürlich soziale Notwendigkeiten, wo man eben von anthropologischer Seite sagen kann, die Bauform bedingt gewisse soziale Dinge. Und deswegen kann man sagen, Langhaus hat da eben die Funktion, so eine Sippe zusammenzubringen und gemeinsam bewohnt zu werden. Mhm. Ja, spannend. Und was wir eben noch angesprochen hatten, war die Kultur der mündlichen Überlieferung durch Skalden, die eben Sagas oder Geschichten oder auch Neuigkeiten von Siedlung zu Siedlung bringen und eine ganz zentrale Rolle in der torvalschen Kultur spielen. Wie ist es in der historischen Vorlage? Wenn das alles mündlich überliefert ist, ist es natürlich schwierig. Aber es ist umso wichtiger. Also auch da, als das Christentum sich verbreitet, ist ja ganz oft auch Klöster. Und diese Klöster können einen Dienst anbieten an die Adligen. Sie können das Totengedenken übernehmen. Sie können deine Familie, deine Herkunft gedenken, also auch durch Gebete, aber das schreiben sie eben auch auf. Mhm. Und wenn das nicht da ist, dann brauchst du eben die mündliche Überlieferung. Ein Skalde kann im Prinzip deine ganze Geschichte, damit auch deinen Ruf aufbewahren. Und natürlich, wenn du dich irgendwie hervortust, sie sind deine Public Relations Abteilung. Wenn du gerade, ich war übrigens gerade in England, habe 3 Klöster geplündert, Skalde, schreibe ich was zu. Ja, und das ist so, also auch da, wenn ich jetzt einen aventurischen Torwart hätte, ich glaube, das höchste Ziel überhaupt, ich will meine eigene Saga. Ich will eine Saga, die nach mir benannt ist, dann habe ich es geschafft. Ich glaube, da gibt es auch einen berühmten torvalschen Ausspruch, der in dem Sinne so etwas bedeutet wie, ich wünsche dir alles Gute oder viel Glück. Ja. Sowas wie, mögen deine Taten in den Sagas der Skalden besungen werden. Und ich meine, wie gut es funktioniert, Erik der Rote, Leif Eriksson, die haben letztlich den einmal nach Island geschippert und dann noch ein bisschen weiter. Das war's. Der eine war in Winland, was immer jetzt Winland war, aber wir kennen die heute noch. Ja. Oder vorhin Rollo,
Harald Blauzahn. Jahren, ja. Ja? Also in der Geschichte mit wenig Schriftkultur kennen wir diese Namen immer noch, weil sie dann eben irgendwann wieder aufgetaucht sind, weil diese Sagas irgendwann verschriftlicht wurden. Ja. Mhm. Aber für die Menschen damals, die mit diesen Sagas aufwachen, ich sage es immer wieder, die hatten keinen Fernseher. Ja. Natürlich haben wir solche Sagas auch in Aventuria, ja. Ne? Mit Jurga und dem Jurga-Lied oder Torster Ohm, Higgelig, dem Großen. Ja. Und natürlich nicht unerwähnt bleiben darf der große Filiasson. Ja, ja, genau. Und die Filiasson-Saga. Ja, es ist nämlich auch lustig, dass der Gründungsmythos der Torballer ja letztlich die Reise von Erik dem Roten und Leif Eriksson umgedreht ist. Statt nach Westen in ein Land zu kommen, kommen sie nach Osten in ein Land. Aber es ist ja relativ nur im großen Exodus. Ja, ja. Aber genau so diese orale Kultur, da sind eben so Sagas wichtig. Aber eben, wie du auch gesagt hast, die neuesten Nachrichten, Kleinigkeiten, Spottlieder. Ja, also es gibt ja auch so Sachen wie, das haben sie, glaube ich, in Assassin's Creed Valhalla gemacht, diese Spottwettbewerbe. Und das hat auch letztlich Vorlagen. Also auch so sich gegenseitig, das sind ja Unterhaltungsdinge, und dann sich gegenseitig auch zu verspotten, das ist natürlich auch so eine Dichtkultur. Die müssen ziemlich gut im Stegreifdichtung gewesen sein. Übrigens auch Teil der Torwaldschen Kultur, dieses gegenseitige Verspotten, aber auch darüber lachen können. Ja. Meine Erfahrung am Spieltisch, es ist immer ein bisschen schwierig, man muss die Mitspieler immer darauf irgendwie einordnen und sie vorwarnen, dass, hey, ich will nur meinen Charakter ausspielen, wenn ich deinen Charakter verspotte, das gehört halt irgendwie dazu. Ja. Ansonsten sind da manche Leute ein bisschen empfindlich. Ja. Aber was mich mal interessieren würde, wir sind nämlich schon eine Stunde, obwohl wir haben ja ein bisschen später angefangen, aber fast eine Stunde dabei. Was sagt denn der Chat die ganze Zeit? Ja, wie viele Leute im Chat sagen, ich habe keine Ahnung von Frühmittelalter und Wikingern? Das ist bisher nichts. Es gibt immer wieder Leute, die dazwischen diskutieren. Ich finde so schöne Kommentare wie die Vorstellung eines Torvaler Langhauses mit dem Blumenkasten vorm Fenster. Mhm. Wer weiß. Ich sehe aber auch immer wieder Leute, die mit untereinander diskutieren, was mich sehr freut. Also macht dann ruhig gerne weiter. Alle möglichen, wie ihr es auch habt, zu Vorlagen popkultureller Wikinger, die besprochen werden. Wir hatten am Anfang ganz häufig Asterix und Obelix, wo die Leute ihre gestreiften Hosen herkennen. Und natürlich die Normannen. Der Band mit den Normannen. Hast du wieder einen Punkt. Da kommen nämlich die übergroßen, überstarken Normannen in den Band, die das Fliegen lernen wollen, weil Angst ja Flügel verleiht. Mhm. Das ist eine wunderschöne Vorlage für Torvaler letztlich. Gut, sie haben alle Hörnerhelme. Aber ich glaube, der Asterix-Band mit den Normannen ist eine prima Vorlage für popkulturelle Wikinger. Und da hast du jetzt wieder den Punkt, doch, die waren groß und stark. Verdammt! Wir hatten es vorher bei den Äxten natürlich der Wille, wenn Axt, dann mit zwei Schneiden. Und ich finde es deshalb so schön, dass die Skaldin hier an der Hüfte auch noch die Axt mit zwei Schneiden trägt. Und das ist so ein schönes Beispiel für viel zu viel Metall und viel zu viel Spitzen. Ich meine, überleg mal, die spielt ihre Nickelharper, und wie oft haut sie sich den Ellenbogen in diese Waffe rein? Gar nicht, weil sie eine Torwallerin ist. Genau. Das ist die Rule of Cool. Ja, ist völlig klar. Ja, aber also ich hab, es gibt tatsächlich im späten Alter gibt es dann wieder Wurfäxte, die ähnlich sind, die sind in allen Ecken spitz. Mhm. Ja? Und sowas habe ich mal am Gürtel getragen, einen Tag lang. Danach hatte ich 2 oder 3 Risse in meinen Klamotten und habe gesagt, nee, das muss irgendwie anders getragen worden sein. Hat sogar einen Gürtelhaken. Also ist Äxte sind, glaube ich, sowieso ein spannendes Thema. Wie transportiert man Äxte zum Kampf eigentlich am besten in der Hand getragen, würde ich sagen. Es gibt wirklich Abbildungen von Ringen am Gürtel, wo man sie reinsteckt. Das verheimliche ich immer gerne, weil das so ein Standard auf irgendwelchen Mittelaltermärkten ist. Ja. Aber ich kenne mindestens 2 Abbildungen davon. Haben wir denn Fragen aus dem Chat, die du mal hier reinwerfen willst? Aktuell habe ich keine Fragen. Ihr könnt immer jetzt gerade einstellen, wenn ihr jetzt noch schnell seid. Sonst würde ich sagen, lass uns doch mal zu einem ganz wichtigen Thema der norwegischen oder skandinavisch-isländischen Kultur kommen und was damit in Aventurien passiert ist, aufgrund des Glaubens an den schon erwähnten Walgott Svafnir. Lass mal die Leute vielleicht raten und dir das Bild zeigen, um was es gehen könnte. Ja. Was ist das? Was ist das? Was macht man damit? Nochmal, ob wer der Erste im Chat ist, der es recht schnell findet. Dann warten wir kurz ab und über Religion und Christianisierung haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber da können wir, glaube ich, nochmal hin zurück, weil wir über die aventurische Version noch gar nicht so richtig gesprochen haben.
Genau, da ist ja eine Rückentwicklung ja, genau. stattgefunden. Das darauf genau. wollte ich hinaus. Genau. Aber lass uns doch erstmal gucken, ob jemand. Es ging problemlos schnell, dass die Stichworte Harpune kamen, aber auch sehr schnell Waljagd und Walfangharpune. Aber ich glaube, das ist gerade der Punkt in Aventurien. Torwale haben zwei Punkte, ist ja ganz lustig, weil die beiden Punkte, für die Torwale ja bekannt sind, wo ihre Freundlichkeit endet, sind Dinge, die sie in der Realvorlage völlig normal gemacht haben. Ja? Ja. Nämlich Sklavenhaltung und Walfang. Da hört der Spaß auf. Ja, absolut. Beim Walfang, da sind wir natürlich jetzt, denn mit dieser Lanze wurden irdisch Wale gejagt. Wenn heute noch Wale gejagt werden, macht man das, glaube ich, nicht mehr mit diesen historischen Waffen. Völlig industriell. Abgesehen von einigen indigenen Kulturen im Nordwesten Amerikas. Aber hier haben wir natürlich so eine klassische Walharpune eine irdische Vorlage, wie man sie auch in zum Beispiel popkulturellen Umsetzungen wie Moby Dick oder im Herzen der See sehen kann. Aber Torwale haben ja eben diesen Hauptgott, der in Gestalt eines weißen Wals sie in die Freiheit geführt hat. Also können sie natürlich nicht Wale jagen. Heiliges Tier und so. Genau. Ist ja in Aventurien in allen Religionen wichtig, heilige Tiere. Richtig. Aber trotzdem ist die irdische Vorlage, wo in Skandinavien nun mal der Walfang eine wichtige Rolle spielt oder spielte, nicht ganz verdrängt worden. Das wurde dann einfach umgedichtet zur Haijagd. Das kann man natürlich darüber diskutieren, inwiefern Haie als Rohstoff genauso nutzbar sind. Bei den Walen geht es ja viel um das Öl, den Tran. Mhm. Haie haben davon aufgrund ihrer wechselwarmen Natur. Das eine ist halt ein Fisch und das andere ist ein Säugetier. Genau, deutlich weniger. Das lohnt sich also nicht so, aber man kann natürlich auch andere Sachen aus Haien machen. Und in Torwal gibt es mit dem Ifirnshai halt auch einen wirklich riesen Brocken von Hai. Und hier haben wir tatsächlich eine Ifirnshavener Hai-Lanze. Um so ein bisschen, ich sag mal, Action auf der Wasseroberfläche in kleinen Booten mit großem Meeresgetier stattfinden lassen zu können. Ja. Ja, wie gesagt, da kennen sie dann auch keinen Spaß. Walfänger, die von Torwalen aufgebracht werden, das ist nicht lustig. Und das andere ist eben die Sklaverei, also wo die Wikinger völlig normal Sklaven haben. Also Torwaler ertragen das nicht. Neben den Horasien sind ja die Alanfaner dann noch ihr zweiter Spezi. Ja, Freiheit ist ein ganz zentraler Gedanke in der torwalischen Kultur. Ja. Genau. Und das war für die Wikinger halt nicht so. Die haben halt Gefangene mitgebracht. Und ich meine, das ist dann so ein Feld. Du bist jetzt Gefangener da im Ort und arbeitest. Ob du jetzt wirklich Sklave bist oder nur ein normaler Unfreier, was überall anders auch üblich war. Aber es war für die halt vollkommen normal. Ja. Ja. Und das Dritte ist vielleicht, wo sie sich extrem unterscheiden, weil in Aventurien sowieso, aber in Torwalen vielleicht sogar noch mal mehr, herrscht ja vollkommene Gleichberechtigung. Ja? Mhm. Und auch das haben wir bei den Wikingern nicht. Da gibt es in letzter Zeit so Dinge wie die Schildmaid von Birka, bei der wurde halt im Grab ein Schwert gefunden, deswegen muss sie eine Kämpferin gewesen sein. Oder natürlich Lagertha bei... Ja, genau, das ist ja ähnlich. Und dann wurde noch ein Schachspiel gefunden, also muss sie eine Offizierin gewesen sein und spätestens da kriege ich schlimme Kopfschmerzen. Weil was wir sonst über die Stellung der Frau bei den Wikingern oder bei den Skandinaviern finden, ist jetzt nicht so richtig riesengroß. Das ist ähnlich wie andere frühmittelalterliche Regionen. Das ist jetzt, hat mit modernen Vorstellungen nichts zu tun. Ja. Aber da ist halt Torwal auch schon wieder völlig anders. Aber du springst schon wieder von einem Thema zum nächsten. Natürlich. Wir waren gerade noch beim Wal oder Hai, bei der Wal- oder Haijagd. Ja. Dann hast du als nächstes das Thema Unfreiheit und Sklaven, Gefangene und so weiter angesprochen. Ja. Und tatsächlich war es in dem früh publizierten Torwal so, dass Sklaverei ein völliges Unding war. Mhm. In den DSA-4-Beschreibungen von Torwal wurde dann für den äußersten Norden Torwals, also da, wo eigentlich das Gjalskaland ist, aber Torwaler Siedlungen an den Küsten tatsächlich noch existieren, da wurde sowas Ähnliches dann doch eingeführt, nämlich mit sogenannten Treller, also es sind mehr oder weniger Gefangene von Kriegszügen, die dann als Sklaven auf Zeit oder so gehalten werden. Da ist man also
stärker wieder in Richtung der historischen Vorlage zurückgerudert. Ja. Auch wenn das im, ich sag mal, Hauptteil von Thorwald komplett verpönt ist. Was natürlich auch ein schöner Startpunkt zum Beispiel für ein Abenteuer ist, in der Rolle als Gefangener die Spielercharaktere zu haben und so. Also ist natürlich ein toller Hintergrund, den man nutzen kann. Also ich verstehe, warum man was reinbringt. Aber so im Außenbild ist halt immer dieser Hass auf Sklaverei bei den Thorwaldern ganz wichtig. Ist auch nicht besonders präsent in den Spielhilfen der Zeit und auch neueren nicht. Also wir haben in die Gestalt des Gottwalls diese Treller, ich glaube, auch erwähnt. Ja. Aber sie spielen keine besonders wichtige Rolle und die Freiheitsliebe ist natürlich sehr zentral. Hm. Und Stellung der Frau hast du schon angesprochen. Wir hatten lange Zeit eine oberste Hetfrau und zu Beginn der Geschichte von Thorwald war es ja auch schon Garheld, auch eine oberste Hetfrau. Nach ihr dann ihr Sohn Tronde und nach Tronde dann eben dessen Tochter Jurga. Wolltest du zu der irdischen Gleichberechtigung, da habe ich dich irgendwann abgewürgt. Ja, nee, wie gesagt, es ist halt Treller reden wollte. Ja, es ist halt generell in dem gesamten Frühmittelalter nicht die beste Zeit, Frau zu sein. Und also natürlich, es gibt sowas, wenn du ein Haushaltsvorstand bist, die Frau eines wichtigen Mannes und stehst im Haushalt vor, dann hast du eine gewisse Gewalt über deinen Haushalt und auch über Untergebene. Mhm. Aber wie viel Prozent der Frauen sind das? Wie viel Prozent der Frauen sind die Frauen von wichtigen Leuten und haben damit so eine Stellung? Ja? Die meisten darunter, da ist es nicht sonderlich gut. Sie sind in keinem Fall gleichberechtigt. Und man muss auch leider sagen, auch wenn es natürlich eine Vorstellung ist, die ich eigentlich gerne mag, eine Frau, die ein Schwert in die Hand nimmt, wird nicht mal eben eine Kriegerin. Krieger sein ist, ich meine, du hast ja auch historische Fechten betrieben. Ich würde meine Chancen gegen einen mittelalterlichen Profikrieger als nicht vorhanden einschätzen, weil der das deutlich mehr hat. Und das sehen wir halt auch an sowas wie Muskelansätzen und sowas. Man kann ja Untersuchungen machen, wie viel Muskelansatz ist an den Knochen heute noch zu sehen. Sowas würde sich ausdrücken. Das sehen wir später bei Profikämpfern immer wieder. Und diese Vorstellung, dass es eine breite Schicht an kämpfenden Frauen gab, muss man beim momentanen Forschungsstand einfach sagen, eher nicht so. Ja? Und damit sieht es halt anders aus. Absolut. Ja, dann haben wir eben nochmal das Thema Religion auf den Tisch gebracht. Genau. Also wir hatten ja schon jetzt ein paar Mal Swafnir erwähnt, aber wenn wir uns jetzt mal kurz aventurisch, historisch orientieren, dann haben wir eben eine sehr frühe Besiedlung des Kontinents durch die Hjaldinger. Das geht so um die 2000 Jahre zurück. Aber zur Zeit der Priesterkaiser, Jahrhunderte vor der aktuellen Zeit, da hat das Mittelreich sich extrem ausgedehnt in ganz Aventurien und eben den Glauben an die 12 Götter, insbesondere Praios, also den Götterfürsten, in auch die letzten Winkel Thorwalds verbreitet. Wir haben auch heute in Thorwald noch einige Gebäude, die auf diese Zeit zurückgehen. Und ein sehr tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber dem Glauben an Praios. Denn die Thorwalder, freiheitsliebend wie sie sind, haben natürlich immer wieder aufbegehrt gegen die mittelreichische Besatzung. Da gab es irgendwann diese berühmte Geschichte Mopsen-Tronning. Das ist in irgendeiner alten Publikation, dass eine Priesterkaiserin da oben rumfährt und die eben von einer Torwallerin verspottet wird wegen ihres Vorbaus. Und da kommt dieses Mopsen-Tronning als beleidigender Ausdruck. Und warum auch immer ich mir das merken kann, ich habe das vor irgendwie 30 Jahren gelesen, aber es hat sich offenbar festgebrannt. Also die Episode Torwaller Priesterkaiser, da ist in irgendeiner Publikation steht das. Mhm. Und es hat es bei mir sehr tief eingegraben. Also da war dann der Zwölfgötterkult auch in Thorwald verbreitet, aber die Thorwaler haben letztendlich in der, ich glaube, zweiten Seeschlacht von Salza ihre Freiheit zurückgewonnen und die Priesterkaiser, die Mittelreicher verdrängen können. Mhm. Lange Zeit blieben sie aber dann, das war damals, glaube ich, einfach der Einfachheit und Bespielbarkeit des Settings geschuldet, dass damals Aventurien noch viel weniger ausdifferenziert war, als es das heute ist. Da war einfach der Zwölfgötterkult überall. Da gab es auch viel weniger Differenzierung, auch bei den Ptolemiden oder bei den Horasiern und so weiter. Und
Das war innerabenteuerlich zur Zeit des Torwahl, des Kriegs von Horasreich gegen Torwahl. Mhm. Also in den 1020ern, ein bisschen mehr als 20 Jahre innerabenteuerlich vor der aktuellen Zeit, als die Torwaler sich dann stärker wieder auf ihr Erbe, ihr heldingsches oder güldenländisches, lyranisches Erbe berufen haben und unter anderem auch in den Kavernen unter der Olporter Magierakademie alte Runen und Schriften wiedergefunden haben. Da haben sie dann die Runenmagie wieder entschlüsselt oder diese Ottergalder, diese Blutmagie, die sie benutzen, um auf den Torwaler Winddrachen mit der Lebenskraft der Mannschaft den Magiern die Möglichkeit zu geben, quasi unerschöpfliche astrale Macht zu nutzen. Jetzt wissen wir, wie die mit ihren technischen Methoden gegen die Horasier ankommen. Genau, Blutmagie, ihr habt es hier zuerst gehört. Da liegt. Und damit einher ging auch eine Rückbesinnung auf eben das Hjaldingsche Pantheon. Mit Svafnir als Hauptgott, Travia und Ifir noch als wichtigen Gottheiten. Aber Götter wie Praios oder Rondra spielen in Torwahl. Auch wenn sie im Mittelreich so, sag mal, die Hauptgötter darstellen, quasi gar keine Rolle. Es gibt zwar einen Rondra-Tempel in Bremen, aber damit hat es sich dann, glaube ich, auch schon. Aber das wurde damals auch groß im aventurischen Boden gemacht. Also ja. diese Renaissance der Torwals, das war eine ziemlich groß angelegte Sache. Das habe ich damals gut mitbekommen. Also das hat man auch schwer nicht mitbekommen können. Ja. Wenn man denn den Boten zu der Zeit verfolgt hat. Ja, viele von unseren Zuschauern, die das vielleicht nicht getan haben oder sich nicht mehr daran erinnern, wie aufregend das war. Ja, ja, ich meine, dann kamen ja auch neue Schiffstypen auf. Ja. Eben, also man hat gemerkt, der Gedanke war da, wie kriege ich diese frühmittelalterliche Kultur in ein Machtgleichgewicht mit dem größten modernsten Seemacht, die da ist, die bis auf Kanonen... Größte Seemacht ist, glaube ich, immer diskutabel, ja, aber, ob ein Anfang nicht... aber bis auf Kanonen war halt alles da, ja, nur Kanonen eben nicht. Und ja, da fand ich eben diese torwalsche Renaissance ganz spannend gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, viel Magie. Ja? Ja. Magie, die auch außerhalb Torwals verpönt ist zum Teil, wo die halt mit ihrem Glauben sagen, ja, uns stört es jetzt nicht. Ja, dafür sind sie auch aus der Gilde geworfen worden. Ja. Also da haben wir eigentlich quasi, also ich weiß gar nicht, ob man die Christianisierung Skandinaviens mit der Zeit der Priesterkaiser vergleichen sollte. Ja, eben nicht. Das ist ja so oft die Idee. Also es ist tatsächlich, die Idee ist popkulturell ganz oft da. Christianisierung, da ist halt die Kirche mit all ihrer Macht gekommen und hat die Leute gezwungen zu konvertieren. Das Lustige ist ja, so Rom, Kirche, aber die Christianisierung auch bei uns hier in der Region kam nicht von Süden, die kam von Norden. Weil die Iren und Schotten waren schon Christen, wir noch nicht. Und dann kam hier Bonifatius, war Engländer, der hier die Eiche am Vogelsberg umgehauen hat und ganz viel christianisiert hat, ganz viele Klöster gegründet hat. Das waren alles iro-schottische Mönche, die hier, also so Städte wie Mainz, Trier, wo ein Bischof sitzt, Köln, die waren schon christlich, aber die gesamte Landschaft dazwischen, bis runter nach Italien, die Flächenchristianisierung waren iro-schottische Mönche. Und die sind eben nicht mit der Macht einer Armee gekommen und haben gesagt, ihr müsst jetzt Christen werden. Wenn wir so Massenchristianisierung haben, dann war das eher so, dass irgendwo ein König sich hat taufen lassen und gesagt hat, so, ihr seid jetzt auch Christen. Aber hopp. Das haben wir dann eher. Und das haben wir in Skandinavien genauso, weil eben auch da sich aus diesen Sippen, aus diesen Verbänden, Stämmen, Königreiche herausbilden, sich vereinigen, teilweise auch durchaus kriegerisch. Also Harald Blauzahn zum Beispiel ist ja irgendwann König. Und die sehen natürlich, ich will einen Staat aufbauen. Dieses Christentum kann mir dabei helfen, das ist nicht doof. Werden Christen, aus welchen Gründen auch immer, Glauben oder Vorteil, das kann man ja im Nachhinein nicht mehr sehen. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Aber diese Christianisierung ist eigentlich in der Zeit nirgendwo stark militärisch gekommen. Später haben wir Sachen wie Wendenkreuzzüge gegen Slawen in Ostpreußen. Das sind wir aber wirklich spät, das sind wir schon im Spätmittelalter. Da haben wir auch mal kriegerische Christianisierung, aber zu der Zeit kann man davon eigentlich im Großen und Ganzen nicht sprechen. Und deswegen finde ich es auch so witzig, weil wir haben ja eine sehr, also wirklich diese Bewegung von Heiden zu, also Heiden, ich meine jetzt so das skandinavische Heidentum zu Christen, und in Aventurien haben wir dann diesen Turn, dass sie einfach sagen, ihr könnt jetzt mit eurer fremden Religion wieder gehen, wir kommen alleine zurecht. Das finde ich auch wieder einen ganz witzigen Punkt. Wir gehen zurück zu unseren Wurzeln. Ja. Und das gab es eben tatsächlich im Skandinavien gar nicht. Nicht. So interessant, dass die fremde Religion dann ja Svafnir aufgenommen hat, wie du vorher meinst, als Kind von Rondra und
Da gibt es natürlich auch historische Beispiele, ne? Wenn du an Rom denkst, was die alles in ihr Pantheon aufgenommen also haben, von den Ländern, die sie erobert haben. Das schönste Beispiel ist wahrscheinlich Katharina von Alexandria, die Heilige, ganz wichtige Heilige des Mittelalters, deren Geschichte erstaunliche Ähnlichkeit mit der heidnischen Gelehrten Agora hatte. Okay. Wie heißt die Agora? Säulen der Erde, des Himmels. Ja, auf jeden Fall eine... Ich kenne die filmische Umsetzung von Rachel Weisz. Genau. Die ist schwierig, die ist wirklich schwierig, aber es gab eben diese heidnische Gelehrte und deren Lebensgeschichte wird zu einer christlichen Heiligen. Und die wurde von Christen ermordet. Also, das ist so ein Ding, da kann man wirklich mal sagen, da haben wir die Geschichte, dieselbe Geschichte und sie ist angeeignet worden. Also, so Sachen haben wir durchaus. Ja. Auf meiner Liste von Themen, über die wir mal sprechen sollten, haben wir auch noch technische Unterschiede zu anderen Regionen. Das haben wir vielleicht fürs Ende aufgehoben, um mit den anderen Regionen dann quasi zu beenden und dann, ich sag mal, Torba als Land zu verlassen. Ich dachte, weil wir jetzt schon mehr über das Horasreich und so weiter gesprochen haben, wäre das ein Punkt, den wir schon so oft angeschnitten hätten, dass wir ihn mal beenden sollen. Denn der andere ist, ist auch nicht fair jetzt zu sagen, ist rückschrittig, denn in Torwal hat es ja durchaus Hand und Fuß über so Prophezeiung und Weissagung und sowas zu sprechen. Ja, es ist ja überhaupt immer spannend, dass wir Dinge, wo wir als aufgeklärte Menschen sagen, ja, völliger Aberglaube, und dann gehen wir in eine Fantasy-Welt und sagen, es ist kein Aberglaube, das ist Wissenschaft, weil das funktioniert, ja. Das ändert ja furchtbar viel an Hintergründen. Ja. Da habe ich einmal für euch eine Abbildung der Jarlingschen Runen von Katharina Nico und Steffen Brandt. Das ist so auch in den Gestaden des Gottwalls zu finden. Mhm. Da haben wir uns ein eigenes Runenalphabet Was ich für eine sehr gute Idee halte, weil es gibt also gerade Symbolen bei den Wikingern. Mhm. Furchtbar schwierig. Es gibt ja diesen Wegvisier, ganz bekannt. Isländisch ist dieser Kreis. Der stammt aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem 19. Jahrhundert oder sowas, ist also modern. Dann gibt es ja so, also in den Runen, es gibt ja auch zum Beispiel Teil Runen, die von den Nazis munter vereinnahmt wurden. Das ist für uns eine wichtige Motivation. Ja, also das kann ich völlig verstehen, dass man sagt, ich mache lieber mein eigenes System, bin völlig raus aus dem Thema. Ja. Finde ich eine gute Wahl. Das habe ich leider vergessen. Eigentlich wollte ich noch eine wunderschöne blaue Pappschachtel mitbringen, in der ein Leinensäckchen enthalten ist, wo so kleine bemalte Steine drin sind. Mhm. Da sind nämlich diese Runen alle drauf. Das ist das zweite Set Runen in der aventurischen Geschichte, oder? Das erste war das Schwertmeister-Set. Ja, genau. Da sind wir nämlich über den echten Wikinger-Runen, die dann... Ja. Wir haben ja noch ein paar Steine rumliegen, könnt ihr damit was machen? Ja. Jetzt musst du aber für unsere Zuschauer, die nicht so lange dabei sind, kurz das einordnen. Es gab mal das Schwertmeister-Set. Wenn die Helden für Aventurien zu stark sind, dann gehen sie nach Tarun. Ja. In eine Hohlwelt unter Aventurien und können da höhere Level erreichen und sonst was. Ja. Und aus irgendeinem Grund, in der Box war ein Runensteinset mit nordischen Runen. 18 an der Zahl. Genau, die irgendwie noch im Verlag da waren. So war, glaube ich, die Geschichte. Schmidt-Spiele hatte diese Steine irgendwie rumliegen. Die waren halt so ein bisschen ähnlich wie Dominosteine mit halt diesen Runen drauf und haben gesagt, hier, ihr macht doch irgendwas mit Fantasy, macht mal was damit. Und Hadmar von Wieser, der saß damals eben an der Konzeption der Schwertmeister DSA Professional Boxen, um Leuten Spielmaterial zu geben, die halt jenseits von Stufe 15 oder 21 was spielen damals wollen. Aber üblich war, D&D war komplett so aufgebaut. Ja. Box für Box ging auf höhere Stufen. Es war die Kampagne, die damals in diesen beiden Schwertmeister-Boxen abgebildet war, war aber, glaube ich, für die DSA-Spielerschaft noch zu frei. Es war zu sandboxig angelegt. Und Hadmar hat sich dann damals ein Magiesystem ausgedacht, denn die aventurische Zauberei funktioniert in der Hohlwelt Tarun nicht. Heutzutage interpretieren wir das übrigens als Globule. Ja, hab ich. Es gibt da auch, ich sag mal, metaphysische Erklärungen, warum Zauberei in Globulen anders funktioniert. Jetzt darf ich aber was zurückgeben. Was ist denn eine Globule? Eine Globule ist so eine Art, man kann es einfach vielleicht erklären als eine andere Dimension oder sowas. Also nach dem Rohrhall'schen Sphärenmodell, also wie der Kosmos, das Universum aufgebaut ist, ist es ein schalenförmiges Modell. Und die Welt, die wir so kennen, das ist die sogenannte dritte Sphäre. In der zweiten Sphäre sind dann so die
Elemente angeordnet. Die erste Sphäre ist so die Grundfeste von allem, da ist das Gesetz der Welt niedergelegt. Die vierte Sphäre ist das Reich der Toten. Die fünfte Sphäre ist die Zitadelle der Götter, da wohnen also die Götter in der Zitadelle Alvaran. Die sechste Sphäre, da sind die Sterne, die wir am Himmel sehen, und hinter dem Sternenwall liegt das Chaos, die siebte Sphäre, dort, wo die Dämonen herkommen. Und zwischen diesen Sphären existiert der Limbus. Und es gibt sozusagen Abnabelungen, die ebenfalls aus diesem Schalenmodell bestehen, die durch den Limbus treiben. Und so ist Tharun eben eine Welt für sich, die einige eigene Sphären hat und unabhängig von Aventurien oder Dere existiert mit eigenen, einer eigenen zweiten Sphäre. Also quasi eine Taschendimension. Genau, ja. So kann man sich das vorstellen. Aber da waren eben schon mal Runen da. Ja. Ja. Die mussten wie verwendet werden. Von daher könnt ihr auch gar nicht mehr die nordischen Runen für die Torbader verwenden, weil die ja schon in Tharun... Genau, Bruchstücke der Sonne, ja. Glost, genau. Die von anderen geschaffen wurde. Ja. Also von daher kann ich völlig verstehen, dass man andere Runen genommen hat, auch wenn die so ein bisschen elfig aussehen. Jetzt haben die auch viele im Chat, das angemessen haben mir auch gefragt, dass die sehr rund sind oder mit runden Formen arbeiten, weil viele im Chat auch meinen, diese typischen nordischen Runen, die man kennt, sind ja eigentlich aus geraden Linien irgendwie zusammengestellt. Damit man sie gut in Stein genau, viele im Chat haben auch gemeint, damit du so in Stein meißeln kannst. Es ist ja immer so die Frage, was ist das Medium? Das ist bei Schrift immer ganz spannend. Ist es für Papyrus, für Pergament, für Reispapier, für was auch immer? Du kannst also wirklich sagen, asiatische Sachen werden mit einem Pinsel auf einem sehr dünnen Papier gemacht, deswegen sehen asiatische Zeichen so aus, wie sie aussehen. Ach, aber schreiben von, jetzt muss ich denken, von rechts nach links, weil sie auf Papier schreiben und nicht auf Pergament rollen, weil eine Rolle kannst du prima von links nach rechts schreiben, aber versuch mal, wenn die Rolle sich wieder aufrollt, von rechts nach links, funktioniert überhaupt nicht. Und das ist immer ganz spannend. Und deswegen könnte man jetzt sagen, ja, auf Stein sind gerade Runen sinnvoller. Hier kannst du aber das Argument geben, guck dir diese, was wir vorhin hatten bei diesem Stein mit der Jesus-Abbildung, guck dir diese Ornamentik an, die völlig verschlungen ist, das kannst du damit nämlich auch machen. Also du könntest argumentieren, dass es sich statt aus den Steinritzungen aus der Ornamentik herausgebildet hat, dann ergibt es wieder total Sinn. Und du kannst ja auch nicht nur Runen in Steine hinterlassen, sondern auch in Holz. Und da kannst du natürlich auch Runde formen. Und da du in der Ornamentik, also in der nordischen Ornamentik hast du ja ganz viele runde Dinge. Ja. Haben wir eben, wie gesagt, Beispiele gesehen, wie das aussieht. Genau, ich glaube, das war auch damals die Intention von Steffen und Kada. Dass die Schrift an sich so ein bisschen aussieht wie alle Muster, die sie sonst so benutzen. Ah ja, okay. So, aber dann haben wir natürlich noch ein anderes Bild, nämlich das hier, eine Thorwaldsche Godi, ist mittlerweile, glaube ich, auch aus der Popkultur bekannt, aber gibt es ja auch historische Vorlagen, wobei die Frauen, glaube ich, anders genannt wurden als die Männer. Es gibt zum Beispiel Völver zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Varianten und das ist auch wieder so ein Ding, dass die Quellenlage wieder echt schwierig, weil wenn wir sagen, viele Quellen sind christlich, die sind natürlich mit solchen nicht-christlichen Sachen nicht sehr freundlich umgegangen. Ja, da müssen wir ganz stark filtern, was steht da tatsächlich. Aber solche Schamane ist das falsche Wort. Schamane kommt mehr so aus der Bereich Sibirien und so, da gibt es einen Schamanismus eigentlich, also es wird eigentlich getrennt, aber so als Begriffsgattung für alles, was so Naturglaube ist, hat sich Schamane durchgesetzt und sowas gab es eben da auch. Und da haben wir halt eine Abbildung, wo man wunderschön sieht, dass sie so drei Knochen oder Steine vor sich auf so einem Wurfleder hat. Und da haben wir eben diese Box, die ich eben schon erwähnt habe, wo wir tatsächlich Steine, auf denen diese Runen draufgemalt sind, mal verkauft haben, aber die waren so schnell ausverkauft, dass sie nicht mehr zu kriegen sind. Das Prinzip von einer zweiten Auflage habt ihr verstanden, oder? Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja im Rahmen des Torwald Crowdfundings passiert. Und je ausgefallener ein Produkt ist und je seltener man ein solches Produkt macht, desto komplizierter ist es immer. Bücher können wir tatsächlich ganz gut oder auch Spielkarten oder Landkartensets oder. Also alles, was in dem Medium stattfindet. Aber versuch mal, einen Partner zu finden, der dir Steine, die bemalt sind, produziert in einer ausreichenden Menge und das alles Sets auch
die gleichen Steine beinhalten. So, also Steine sind ja, die sind ja alle unterschiedlich, mhm, aber es sind ja doch irgendwie Naturprodukte. Ja. Das war schon relativ kompliziert. Das waren richtige Steine. Das sind echte Steine. Ach, du Schande. Naturprodukte. Also ich meine zumindest, dass es echte so Flusskiesel oder sowas, ja, waren. Und davon wird es, glaube ich, sobald keine zweite Auflage. Wieder ein aventurisches Sammlerprodukt, das nicht in meinem Regal liegt. Wir können mal gucken, ob wir noch ein zweites im Redaktionsbüro liegen haben. Also, was die Zuschauer nicht wissen, ich bin hier, um hier reinzukommen, gehe ich durchs Lager durch. Und ich habe sie noch nicht gesagt, ich bin hier mit dem Bus und habe einen Staplerschein. Ich brauche nur 10 Minuten. Ja, falls ihr auch unser Lager auch mal sehen wollt, wir haben dieses Jahr auch wieder eine CCC, ja, eine Collectors Club Convention, ja, wo wir auch wieder Touren durch unser Lager und unser Verlagsgebäude geben. Ist wie ein Süßigkeitenladen, ich sag's euch. Ich war auch ziemlich geflasht, als ich zum ersten Mal, ja, hier war. Das war Jahre vor meiner Anstellung. Ja. Hast du zufällig den Termin parat? Nach, wo wir schon das erwähnen, können wir ja auch mal kurz, genau, was dazu sagen. Am 25. Mai ist die CCC dieses Jahr. Hier vor Ort bei uns in Waldems. Gibt es bestimmt wieder ganz viele noch Updates und Neuigkeiten dazu. Und auf jeden Fall, lohnt sich, wenn wir uns kommen. Ich weiß schon einige Dinge, die passieren werden, über die ich noch meinen Mund halten werde, aber ich glaube, das wird sehr cool dieses Jahr. Ich freue mich da auch sehr. Ich weiß tatsächlich noch nichts darüber. Aber kommen wir zurück zum Thema. Also, die Thorwaldschen Godi. Ja. Ja, Schicksalsergebenheit ist so ein ganz wichtiger Punkt in der Thorwaldschen Religion auch. Mhm. Die Thorwalder kennen die sogenannten Runias, die das Schicksal eines jeden Thorwalers oder einer jeden Thorwalerin schon am Anfang oder vor der Geburt gesponnen haben. Ist ja so wahrscheinlich ähnlich wie die Nornen in der nordischen Mythologie. Genau, an Nornen angelegt, ganz genau. Und dann ist es nur noch sozusagen die Aufgabe, das irgendwie würdevoll irgendwie so zu leben und Ruhm zu mehren und keine Schande auf sich zu laden und so weiter. Und die Godi helfen natürlich dabei, den Willen der Runias zu ergründen, um den richtigen Pfad einzuschlagen. Aber ich habe keine Ahnung, was da irdisch, historisch dran ist. Außer, dass es die Nornen halt... Ja. Also da sind wir wieder in Nornen und das alles wissen wir eben aus späteren Quellen. Mhm. Und da ist Vermutung natürlich nahe, dass das verbunden ist. Andererseits haben wir auch durchaus innerhalb dieser ganzen Kultur natürlich Unterschiede im Glauben. Ja? Also es gibt ja, heute kennen wir alle die Asen, das ist aber nur eins von zwei Göttergeschlechtern. Das ist alles viel komplizierter. Da gibt es auch Sippschaften und also das ist aus deren Gedankenwelt. Und deren Gedankenwelt ist nicht ein griechisches Pantheon. Thor aus dem Marvel-Universum stimmt gar nicht. Oder? Ja, da ist halt viel, viel übernommen worden. Aber der Gedanke ist halt nicht ein griechisches Pantheon, sondern eine Sippenstruktur, wie sie sie kennen. Und dann wundert es auch nicht, dass es mehrere Göttersippen gibt, die auch miteinander verfeindet, befreundet und so weiter sind. Mhm. Aber wir wissen da halt tatsächlich aus zeitgenössischen Quellen relativ wenig. Also, da ist auch ganz, ganz viel dann zusammengepackt worden. Da gibt es natürlich auch dann im 1900 neoheidnische Bewegungen, die daraus ihr eigenes Glaubenssystem gesponnen haben. Aber wir wissen, es gab solche sehr Schamanen, was auch immer. Priester, letztlich, es gibt ja auch ein Priestertum, das aber eben anders aussieht als das römisch-katholische. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Punkt, wo die Quellenlage sehr, sehr kompliziert ist. Und wirklich jetzt zu sagen, wie von so einer Seherin die genaue Glaubenswelt ist, ganz schwer zu sagen. Ja. Aber gibt es dann Quellen über die, sag mal, Art, wie zum Beispiel das Sehen funktioniert, weil man sieht ja bei ihr schon, dass sie ja dieses Leder da vor sich liegen hat, auf der die Runensteine liegen. Das ist ja, das haben wir uns definitiv von popkulturellen Vorlagen, ja, aus dem Schamanismus und so weiter. Du bist ein Wikinger. Ja. Du siehst sowas regelmäßig. Warum sollst du es aufschreiben? Fair. Wenn sowas aufgeschrieben wurde, dann von Nicht-Wikingern, die das sehen, das dann schon wieder Christen. Und was schreibt der Christ? Heidnischer Kram. Ah. Alles Unfug, alles Quatsch. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja? Du schreibst keine normalen Dinge auf und sowieso die Skandinavier haben nicht so unfassbar viel aufgeschrieben. Wir haben vielleicht gleich nochmal ein Beispiel. Wir haben Inschriften, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Also wir haben keine Tagebücher. Sowas gibt es nicht. Und es gibt auch letztlich keine religiösen Bücher, weil sowas nicht aufgeschrieben wurde. Es wurde in mündlich übertragen und da geht dann ganz viel Wissen verloren. Und deswegen können wir aus Köln sagen, ja, so etwas in der Art gab es, aber wie genau es aussah, ich habe nicht die geringste Ahnung. Mhm.
Na gut, dann gucken wir, wie sieht es hier aus. Ja. Gucken wir uns doch mal an, was sie notiert haben. Ja, sag doch mal so. Was meinst du? Dann blende doch mal kurz aus. Dann gehe ich mal zu. Was, ja. Ich glaube, darauf wollte ich. Genau, das ist so ein Beispiel. Das ist so ein Bildstein. Die standen mehrere davon im Dorf, die sind auch relativ groß. Und hier sehen wir halt mal keine Runenschrift. Es gibt auch sowas mit Runeninschriften, die auch teilweise die lustigsten Dinge haben. Es gibt, war das nicht in Konstantinopel, wo es in Runeninschrift irgendwo, ich glaube sogar in Hagia Sophia, ein Graffito gibt von einem Nordmann, der sagt, also ich weiß nicht, wie er hieß, aber so nach dem Motto Rollo war hier. Es gibt irgend so eine Inschrift. Aber hier haben wir zum Beispiel offenbar den Versuch, eine Saga aufzuschreiben, eben in Bildsprache. Ja, das kenne ich aus einer anderen amateurischen Kultur. Ja. Von Gjalskan, den Nachbarn der Torwaller. Von ihm haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch ganz spannend. Die haben solche Steine, wo sie Bilderschrift drauf verwenden. Ja. Denn die Runenschrift, die das Volk durchaus besitzt, ist etwas, das nur die Schamanen benutzen. Mhm. Die schreiben aber in der Regel hauptsächlich Warnungen auf solche Steine. Das heißt, deswegen sind die Gjalskan immer sehr skeptisch, wenn sie was Geschriebenes sehen müssen, was an Buchstaben erinnert, weil das jetzt immer was Schlechtes ist. Aber die haben diese sogenannten Kregan Mor, die Steine der Ehre, wo halt so die Heldengeschichten von Volkshelden sozusagen festgehalten wird. Und das steht dann bei denen im Vorgarten. Aber wie wir sehen, es gab diese Dinge. Es ist zum Beispiel bei dem jetzt auch gar nicht alle Teile entschlüsselt worden. Also da gibt es einfach Teile, wo man Leute, die Forschung bis heute sagt, was immer da auch stehen mag. Andere Dinge sind erkennbar. Das kann man dann aufschreiben. Aber das ist neben der Runeninschriften ist das eine relativ beliebte Art und Weise, Dinge aufzuschreiben. Ich meine, da sehen wir auch wieder eine Mannschaft in einem Schiff. Man sieht Kämpfe. Pferde werden dargestellt. Auch Pferde waren immer ein Teil der Kultur, also wurden auch viel verwendet. Das ist so, in Torwal sind mir Pferde nie groß aufgefallen. Ach, gibt Torwaler Langmähen, das ist eine eigene Pferderasse sogar. Ja. Aber das ist eben so ein typisches Beispiel, wie, was wir so an Quellen haben. Damit muss man sich dann rumschlagen. Ich bin immer ganz froh, dass ich mich mein Hauptgebiet nicht das Frühmittelalter ist. Die Quellenlage würde mich umbringen. Ja. Aber ich glaube, für einen Torwaler oder jetzt in dem Fall Gjalskalender, an seinem Lebensabend zu wissen, seine Taten sind auf so einem Stein niedergeschrieben worden. Ewigkeit. Ich glaube, das ist so Endziel. Ja. Ja. Durchgespielt. Meine Taten sind auf so einem Stein fertig. Ja. Ja, aber über die Gjalskar wollten wir heute, glaube ich, auch gar nicht wirklich sprechen. Das ist ja nochmal, also auch wenn sie, wie die Torwaler, auch jallingsche Wurzeln haben. Also ein Teil der Torwaler hat sich weiter ins Inland gewagt und sich da noch mit einem anderen Volk sozusagen zusammengetan, um einer üblen Gefahr entgegenzutreten. Und aus diesem Bündnis ist dann das Volk der Gjalskar-Länder entstanden, die eigentlich noch ein bisschen eine historisch deutlich frühere Vorlage haben. Das geht so ins steinzeitliche, bronzezeitliche. Sie haben so ein paar schottische an. Das haben sie auch, ja. Wobei die schottischen Clans eigentlich besser im Windhag noch aufgehoben waren, wo es wirklich diese Tartanstoffe gibt. Aber ich weiß, sie tragen was Rockartiges ab und zu. Genau. Männer wie Frauen, nackter Oberkörper. Ja. Und sie werfen gerne Baumstämme durch die Gegend. So sieht es aus. Also genau. Die Highland Games sind auf jeden Fall im Gjalskalender Palenque, haben sich die niedergeschlagen. Keine Frage. Also ja, das ist so eine Mischung. Aber die schottischen Clans haben sich tatsächlich sowohl bei den Gjalskern wie auch bei den Windhagern niedergeschlagen. Ja. Wobei das, was man so eher kennt, wie die aussehen, das passt, glaube ich, eher in den Winterhag, abgesehen von den Highland Games und dem Rocktragen. Ja. Aber wie schon gesagt, deutlich steinzeitlicher noch als die Torwaller. Ja, genau. Ja, gut. Wollen wir dann, wo wir über Technologie und steinzeitlich und sowas sprechen, wollen wir jetzt? Können wir jetzt endlich über die Technik sprechen? Jetzt. Gut, was haben wir denn da? Da haben wir. Nehmen wir mal die zwei Sachen als Beispiele. Da haben wir einmal das Finanzielle. Edelmetalle werden nach Gewicht gehandelt und nicht nach geprägten Münzen.
Und besonders beliebt bei den Torwallern ist da das Hacksilber. Oft in Form von Ringen oder Armreifen, dass man gut in, also das hat so Sollbruchstellen, das kann man dann abknicken. Und das soll dann halt immer ein bestimmtes Gewicht haben, so dass man eben nach dem Gewicht des Edelmetalls bezahlt und nicht nach dem, was auf einer Münze draufsteht. Historisch ist es jetzt so, auch ganz lange Zeit mit den Münzen wurde immer nach Gewicht bezahlt. Mhm. Weil wir haben in Aventurien haben wir eine verlässliche Währung, die ist ja auch wichtig für die Spieler, Dukaten, Taler und so weiter. Das gibt es im Mittelalter natürlich nicht, sondern eine Münze hat den Wert, den das Metall hat. Ein rheinischer Gulden im 15. Jahrhundert hat 19,5 Karat Gold, die kann ich wiegen, umrechnen und weiß genau, die Münze ist so und so viel wert, egal was drauf geprägt ist. Und mit fremden Münzen hat man das auch gemacht. Also es wird ja auch im Mittelalter, wenn man große Summen bezahlt, sagt kein Mensch, zahl mir 1000 Silberstücke, sondern ich sag dir, zahl mir 10 Mark Silber. Eine Mark ist ein halbes Pfund, also unsere Mark, da kommt der Begriff her, ein halbes Pfund, also 10 Mark Silber wären dementsprechend 2,5 Kilo Silber. Ja? Zum Beispiel bei dem Lösegeld für Richard Löwenherz wurde gesagt, hier 100.000 Mark Silber, zack, bumm, mehrere Tonnen Silber. Ja? Und da war egal, welche Münzen in der Kiste sind, sondern ich habe geguckt, welchen Silberwert haben die, wie viel wiegt das Ganze und habe dann meinen Silberwert. Also das war tatsächlich bis ins, oh, ich weiß gar nicht, wann das aufhört, 16., 17. Jahrhundert hört das langsam auf, dann werden langsam die Prägungen wichtiger. Aber letztlich ist es überall so, aber dieses Hacksilber, was wir da haben, das ist eben was, was es gab. Wenn ich in die Fremde gehe, dann kann ich auch mit quasi reinem Silber in Stangenform bezahlen, ist genauso gut wie Münzen. Ja, und dann wurde, also wir finden zum Beispiel auch halbierte Münzen. Wenn ich eine Münze zahle und du mir die Hälfte wiedergeben willst, schneidest du in zwei Teile und gibst mir die Hälfte wieder. Ist am Wert, die Münze hat keinen Wert verloren. Mhm. Ja, von daher, das ist eine. Aber Hacksilber ist auch so, was wir eben kennen. Es gibt ja auch so Handelsplätze wie eben Heiterbu. Im heutigen Schleswig-Holstein war ja ein ganz wichtiger Handelsort, wo eben auch Skandinavier waren. Und da gibt es eben auch so Bräuche, dass man eben in Silber zahlt und so. Also, das ist historisch. Ich habe. Schon öfter meine Spielrunden damit gequält, dass irgendjemand ihre Währung nicht akzeptiert hat und dann horrende Wechselkurse verlangt hat. Aber halt eigentlich nur, um so ein bisschen die Unterschiede zwischen den Kulturen herauszukehren. Ja. Aber ich meine, die Torwaller sind ja nicht nur Seeräuber, sie sind ja auch Händler, sie machen ja auch lange Reisen. Da ist das natürlich eine sinnvolle Methode, um vor Ort zu bezahlen. Ja, und das Thema lange Reisen, vor allem übers Meer, da habe ich noch eine andere Abbildung, nämlich so eine Sonnenscheibe und einen Peilstein. Mhm. Da gibt es auch eine interessante Vorlage, ich glaube sogar aus der ersten Folge von Vikings. Mhm. Was kannst du uns dazu historisch sagen? Furchtbar wenig. Ich weiß, dass so Sachen vermutet werden. Ich kann aber nicht sagen, wie historisch genau die tatsächlich sind, wie das Ganze. Da bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal völlig überfragt. Ich weiß, dass es in der Popkultur immer vorkommt. Es ist natürlich gerade viel nach Sternen orientiert. Und die Skandinavier sind ja so eine Ausnahme, weil die tatsächlich über das Meer, die sind ja bis Island und Grönland übers offene Meer gefahren, während der Rest Europas und auch im Mittelmeerraum vor allem Küstennavigation gemacht hat. Ja? Mhm. Die sind gar nicht, die hatten keinen Grund, groß aufs offene Meer zu fahren. Und wenn im Mittelmeer, waren sie relativ schnell an der nächsten Küste. Ja, deswegen haben wir tatsächlich sowas wie Kompass, der wassergelagerte Kompass, der kommt früher und dann der trockengelagerte Kompass, der für die Entdeckungsreisen Ende des Mittelalters wichtig wird, der kommt erst relativ spät, weil er noch gar nicht groß notwendig war. Mhm. Und auch erst, wenn die Portugiesen sich an der afrikanischen Küste vortasten, werden neue Navigationsmethoden nötig, weil Afrika hat ja diesen Einschnitt, da ist es nicht sinnvoll, an der Küste entlang zu fahren, da kann man Zeit sparen und da kann man wirklich sehen, jetzt brauchen wir eine neue Technologie, jetzt brauchen wir das Ganze. Wikinger sind da so eben eine Ausnahme, weil sie so Fahrten machen. Ich glaube, bei diesem hölzern, ist ja kein Kompass, ist ja ein Peilgerät letztlich. Das ist, glaube ich, besser belegt. Wie das mit diesem Peilstein ist, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht weiß der Chat was. Ich habe im Chat ab und zu auch mal, da sind ja immer auch Leute, die Ahnung haben. Vielleicht weiß irgendjemand also auch im Chat mehr zu diesen beiden Geräten und kann mir zur Seite. Aber ich muss da jetzt sagen, alles, was ich sage, ist Vermutung. Also wenn ich mich richtig entsinne, war das so dargestellt, in der Serie, dass man den Stein benutzen kann, um den Stand der Sonne genauer zu ermitteln. Denn die Sonne, wenn die durch Wolken verdeckt ist, kannst du halt nicht genau sehen, wo die Sonne steht. Mhm. Und mit dem Peilstein, das hat was mit polarisiertem Licht zu tun, wenn ich mich nicht irre.
Okay. Kannst du den Stand der Sonne besser ermitteln, um eben diese Scheibe mit dem Schatten, den du zum Peilen nutzen musst, besser benutzen kannst. Aber sicher bin ich mir nicht. Also wobei ich schon nicht weiß, warum der Schatten da hilft, weil ich sehe, wenn ich die Sonne sehe, weiß ich auch, wie der Schatten fällt. Egal, ich kann es einfach nicht sagen. Ja. Vielleicht weiß der Chat was. Vielleicht. Genau. Ansonsten kannst du uns natürlich auch mal auf dem Laufenden halten, was der Chat sonst so zu sagen hat. Ich weiß, im Chat ging sehr viel die Diskussion um eben verschiedene Materialien, auf die eben Runen geschnitzt oder geschrieben wurden, eben mit dieser Form. Da wurde sich rege ausgetauscht. Das fand ich sehr cool, wie womöglich ist, wo dann überlegt wurde, wo kann man diese runden Runen der Aventurier oder der Torvaller reinritzen, wo ist es nicht möglich und je nach. Haut. Ja. Das stimmt. Ach. Also die Quellen für Tätowierungen bei Wikingern sind quasi nicht vorhanden. Also europäische Tätowierungen, es gibt tatsächlich, hat mir letztens jemand darauf aufmerksam, es gibt bei Pilgern, bei christlichen Pilgern, da gibt es Tätowierungen, aber auch relativ spät. Aber jetzt zu sagen, dass man bei Wikingern Tätowierungen findet, soweit ich weiß, es gibt ja auch keine Quellenlage zu. Bei Torvaler ohne Hautbilder ist ja gar nicht denkbar. Ist ja Quatsch. Kein echter Torvaler. Ja, genau. Also eigentlich, warum haben eigentlich die Macher von Vikings nicht einfach auf den historischen Hintergrund gepfiffen und haben eine Torwaler-Serie gemacht? Das wäre doch viel cooler gewesen. Die konnten sich die Rechte nicht leisten. Ja, das verstehe ich. Ich meine, die schönste Szene aus Vikings überhaupt ist ja, sie blenden Heitabu ein, in einem Fjord mit hohen Bergen im Hintergrund. Heitabu? Heitabu lag in Schleswig-Holstein. Ja, ja. Du kennst die Schleswig-Holsteiner Alpen, ja? Diese hohen, zerklüfteten Berge. Ich kenne die schleswig-holsteinische Küste ganz gut. Ja. Aber wann sind sie denn in der Serie in Heitabu? Da gibt es ein Bild von Heitabu. Ist so eine Einblende. Ist ganz berühmt. Muss mal, findest du auch im Internet. Ist ein großer Lacher. Musst du dir mal anschauen. Also meistens ist es ja ein Kattegat. Aber... Das ist eher flach. Sanddünen gibt es da so. Mit so Sandsägen bewachsen. Ja. Und Obelix, wie war die Schweiz? Flach. Ja. Hat irgendwas zu dem Peilstein sagen können? Also ich habe eine Person, Hexe Dark, schreibt, es gibt, soweit er weiß, keine Aufzeichnungen oder archäologischen Funde, die das belegen mit dem Stein. Er meint aber, die Scheibe ist in dem Fall wohl zu grob geschnitzt, dass man da überhaupt genau navigieren könnte. Ja. Philipp Nicht der Fürst meint, dass mit dem Stein wäre völlige Fantasy. Das der hat Ahnung von der Zeit. Der ist historischer Darsteller aus genau der Zeit. Mhm. Der weiß was. Genau. Aber schreibt er auch was zur Scheibe? Zur Scheibe noch nicht. Okay. Er schreibt aber auch, Ibn Fadlan schreibt von Farbe auf den Körpern, gerade zu den Tätowierungen. Ja, genau, das ist eine Für Quelle. Für Zuschauer, Ibn Fadlan, das ist der Erzähler aus dem 13. Genau. Krieger, der eben einen Reisebericht veröffentlicht hat, der auch historisch belegt ist. Ja. Der aber eben im heutigen Russland Rus getroffen hat. Und auch ein paar andere Sachen schreibt. Und bei der Farbe ist natürlich, Farbe auf der Haut muss keine Tätowierung sein. Ja, also es ist umstritten, aber er hat völlig recht, das ist eine Quelle, die herangezogen wird, zu sagen, doch, vielleicht schon. Ja. Aber in Aventurien ist halt, müssen wir nicht diskutieren, Torvaler tätowieren sich, Punkt. Genau, hier steht auch nochmal mit dem Doppelbruchstein, es ist so, naja, weil es steht, wenn ich die Sonne nur so grob sehe und genug Licht für den Stein bekomme, dann sehe ich die Sonne schon gut genug, um damit navigieren zu können. Mhm. Wird auch hier nochmal gesagt. Aber auch das wieder natürlich, wenn wir von einer magischen Welt reden, kann der noch ganz andere Eigenschaften haben und kann, also ich finde gerade sowas dann wieder sehr, sehr schön in einer Fantasy-Welt. Weil die Voraussetzungen sind einfach andere. Mhm. Und auch nicht jeder Nebelaventurin muss natürlich sein. Ja, da hat eine Menge Magie. Ja, wir haben ja, Swafnir hat ja auch noch einen Gegenspieler, ja, der ja auch handelt. Ja, mein Torvaler Magier, also Olporter Magier, hat mal den Zauber Nebelwand benutzt. Mhm. Und konnte den so gut, dass er den Nebel in Form eines weißen Wals gebracht hat. Ja. Um andere Torwaller davon zu überzeugen, dass, was er gesagt hat, richtig ist. Es ist der Willis Waffnis gewesen. Ja, aber es gibt ja eben noch mit Ranga, gibt es ja noch die Seeschlange als Bösewicht, als Gegenspieler. Ja. Ja, und
ja, wie gesagt, nicht jede Nebelwand muss natürlichen Ursprungs sein. Und dann kann so ein Stein auf einmal echt helfen. Ja. Torvaler sind ja auch sehr abergläubisch. Ja. Die glauben, dass im Nebel die Geister der Toten umgehen. Mhm. Und ich glaube, Aberglaube ist sowieso einer der Punkte, die bei Torvalern ganz groß geschrieben werden. Also die torvalische Kultur ist sehr abergläubisch. Mhm. Ich glaube, es war auch schon, als der Torvaler als Heldentyp eingeführt wurde bei DSA 2. Damals gab es ja noch. Da gab es die schlechten Eigenschaften. Aberglaube war eine davon und war besonders wichtig dafür zu berechnen, wie hoch die Magieresistenz eines Helden ist. Deswegen waren die so. Und die Torvaler hatten einen besonders hohen Aberglauben eigentlich immer. Deswegen hatten sie eine besonders niedrige Magieresistenz. Jetzt kann man natürlich aus Seiten der, aus Sicht der Torvaler sagen, ist das Aberglauben oder einfach schlechte Erfahrung? Also es gab, tatsächlich wurden in DSA 4 ja einige Sachen veröffentlicht, die durchaus einen guten Grund dafür liefern, warum die Torvaler zumindest in einigen Belangen so abergläubisch sind. Also zumindest was den Nebel betrifft. Das hat durchaus Hand und Fuß für sie. Also dass sie einer realen Gefahr in ihrer Historie gegenüberstanden, die mit dem Nebel einherging. Und das dann durch eben die Sagas und Legenden so tradiert wurde, dass sich Torvaler allgemein vor dem Nebel fürchten. Egal, ob er jetzt mit dieser Gefahr aus der Vergangenheit in Verbindung steht oder nicht. Und dann macht ein Stein, mit dem man die Sonne durch den Nebel sehen kann, auf einmal furchtbar viel Sinn. Ja, das stimmt natürlich. Ja. So, wenn wir ins letzte Thema übergehen, was ja damit zusammenhängt, wie die Torvaler, die ja von realen Vorbild zeitlich viel früher sind als zum Beispiel Garethien, was wir beim letzten Mal hatten, sich überhaupt in der Welt gemeinsam behaupten können und Kriegen widerstehen können. Passend dazu, damit wir die noch durchbringen, starte ich jetzt im Chat mal die Umfrage für die nächste Folge. Denn in der nächsten Ausgabe wollen wir natürlich wieder eine neue, in dem Falle nochmal eine Region beleuchten. Und wir haben diesmal in der Auswahl einmal Weiden. Schon wieder, genau. Weiden und auch das Horasreich, was beim letzten Mal schon drin war. Aber statt Torval ist eure dritte Option diesmal das Bornland. Also die drei und was jetzt gleich gewinnt, wird dann also in der nächsten Folge beleuchtet. Und ich starte die Umfragen und wir beschäftigen uns soweit wie Torvald mit Magie, die in Aventurien realistischer ist als in der Realität. Nicht nur realistischer, sondern sie ist Realität. Sie ist Realität, genau. Wie gesagt, ihr großer Gegner, die Horasier, haben Schiffe, die im Prinzip Fluch der Karibik entsprechen, abgesehen von den Kanonen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie kann gegen so ein Kriegsschiff, Karavelle und größer, wie kann da ein torvalisches Langschiff gegen einstinken? Ja, also die Torvaler haben natürlich auch noch größere Schiffe als nur die Otters. Die größten sind die sogenannten Winddrachen, die oftmals mit, also auch mehrmastige Schiffe sind, nicht nur Einmaster wie die Knorrs oder die Otters oder wie die sonst noch alle heißen. Die Winddrachen sind in der Regel, glaube ich, auch Dreimaster, deutlich größer mit deutlich höheren Bordwänden, so dass es den Torvalern auch leichter fällt, Entergefechte gegen höherbordige, also Schiffe mit einer höheren Bordwand zu führen. Wenn man sich vorstellt, dass so eine Torvaler Otter an der Karavelle längsseits geht, dann haben die Torvaler erstmal noch so 3 Meter Höhenunterschied zu überwinden, der im Falle des Angreifers einen erheblichen taktischen Nachteil mit sich bringt. Von einem Winddrachen aus ist es natürlich einfacher. Aber als Torvaler, der magische Unterstützung hat, macht es viel mehr Sinn, einen Solidirit von einem Schiff auf das andere zu schicken und über so eine magische Brücke das andere Schiff zu entern. Und dann haben wir natürlich noch die Unterstützung durch Elementarmagie, also Elementargeister vor allem, aber auch Elementarzauber, wie natürlich den Orcanufaxius und ähnliche Dinge. Und natürlich die Blutmagie, die von Torvaler nicht so eng gesehen wird. Also bei denen hat das nicht notwendigerweise was mit Dämonen oder sowas zu tun. Für sie ist das einfach das Zaubern mit Lebenskraft. Und so eine ganze Torvaler Mannschaft, die auch robust gebaut ist, hat natürlich eine Menge an Zauberkraft in sich gespeichert. Und wenn der Magier darauf zurückgreifen kann, dann kann er natürlich eine ganz andere, ganz andere Mittel aufziehen als ein Magier, der vielleicht noch 2 Zaubertränke dabei hat, aber ansonsten auf seine eigene Astralenergie angewiesen ist. Finde ich aber einen schönen Spielmechanismus, weil das dem torvalschen Magier in der normalen Heldengruppe halt nicht so wahnsinnig viel nützt. Der hat keine Otter dabei. Ja.
Also tatsächlich sind, wir haben ja die Regeln für diese Ottergalder-Runenmagie für DSA 5 neu designt im Zuge des Torwerk-Crowdfundings. Und es ist schon so, dass du das mit deiner Heldengruppe machen kannst. Mhm. Es bringt aber halt erst so richtig viel, wenn du genug Leute hast. Aber du musst es auch wirklich gut beherrschen, um große Mengen an Personen damit einzubeziehen. Ich glaube, das war darüber limitiert. Es gab, glaube ich, auf drei verschiedenen Stufen. Ja. Und du musst halt wirklich gut darin sein, um das auf so viele Leute ausdehnen zu können. Mhm. Dann kommt natürlich noch was dazu, was wir in der realen Welt auch nicht haben, Heldentum. Herausragend großartige Helden, das haben wir im Film und so. Jetzt so im normalen Kriegsgeschehen gibt es das nicht so oft, weil da geht das Individuum in der Masse unter. In Aventurien haben wir es natürlich und dementsprechend können diese hochstufigen Helden auch entsprechend reinhauen. Und eine Kultur, die das natürlich besonders fördert, wie Torvald. Ja, also das ist auch so sehr, sehr cinematische Effekt quasi, dass einzelne Figuren viel, viel mehr können als in der Realität. Ja. Das ändert natürlich auch so ein bisschen die Ausgangslage. Aber auch sowas wie die Windrachen, das war ja genau damals in dieser Torvaldschen Renaissance, dass man neue Schiffstypen gebaut hat, um das eben zu kompensieren. Erklären. Wie häufig sind die? Windrachen? Ja. Die gehören nicht zu den häufigen Schiffen. Also die häufigen Schiffe sind eben, wie heißen die, Scooters, Otters und Knorrs. Mhm. Und Winddrachen gibt es wahrscheinlich ein Dutzend oder ein paar mehr. Aber mehr immerhin eine Flotte. Ja, also, mehr, Flotte. Also mehr auf jeden Fall. Aber keine Zahl, die ich dir sagen kann. Aber ich würde sagen, Torvald Stadt alleine hat wahrscheinlich vielleicht ein halbes Dutzend, wenn es hochkommt. Im Winter, sage ich mal, wenn die Schiffe da alle an Land gezogen werden. Mhm. Ansonsten sind die ganzen anderen Siedlungen ja im Vergleich zu Torvald relativ überschaubar groß. Ja. Ne? Also ich meine, Oldport hat unter 5000 Einwohner. Ja. Awesome. Nicht so klein. Aber man kann dann zusammenfassen, das Geheimnis der Torvalder gegen ihre technisch überlegenen Gegner ist Magie. Viel Magie. Ja, und vielleicht noch physische Überlegenheit des Einzelnen im Durchschnitt. Ja. Da hast du natürlich auch, bei den Horasiern hast du herausragende... Ist das bei DSA 5 noch so? Wie ist es mit dem Stärkewert des Torvalders? Ist ja mit dem Baukastensystem hat sich ja alles verändert. Ist genauso wie der Horasier. Ja. Also da hat der Torvalder keinen Vorteil, es sei denn, du entscheidest dich als Spieler dazu. Ja. Also wenn du einen Menschen spielst, dann kannst du ja als Startwert eine Eigenschaft auch auf 15 haben. Mhm. Und dann kannst du als Torvalder natürlich auf Mut oder Konstitution oder Körperkraft tun. Ja. Ich glaube, so im Durchschnitt aller Torvaldschen und aller horasischen Spielercharaktere sind die Horasier mehr auf Gewandtheit und die... Das spiegelt sich auch in der natürlich, also die meisten Leute würde ich mal so in den Raum werfen als Hypothese. Wenn ich mich dazu entscheide, einen Torvalder zu spielen, dann nehme ich eher eine Waffe wie eine Axt oder ein Schwert, bei dem ich mich aber auf die Führung über Kraft konzentriere, während ich wenn ich einen Horasier wähle, dann nehme ich vielleicht eher eine Torsionswaffe oder eine Fechtwaffe. Und die gehen dann eben über Fingerfertigkeit oder Gewandtheit, um effektiv im Kampf geführt zu werden. So bildet das vielleicht ein bisschen mehr ab. Mhm. Würde ich mal so in den Raum stellen. Ja. Aber es ist halt eine schwierige Aufgabe, sowas in der inneren Logik einer Fantasy-Welt, und Aventurien ist eine Fantasy-Welt, die viel innere Logik haben soll, sowas so hinzubekommen, dass es noch halbwegs logisch funktioniert. Man kann natürlich in der Welt mit viel mehr High Fantasy kann man sagen, ja, ist halt so. Götter und so. Aber ich finde, ich glaube, es ist eine Herausforderung als Spieldesigner, da einen Status Quo hinzubekommen, der brauchbar ist, oder? Ja, also ich sag mal, die Arbeit ist ja vor vielen Jahren schon gemacht worden. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt weder das Horasreich noch Torvald so stark umgekrempelt in den letzten Jahren, dass wir von dem Status, von dem Grundstein sozusagen groß abgewichen sind. Aber ja, natürlich muss man sich da initial mal Gedanken machen, aber ich glaube, das war auch
bei der Erstellung der Spielhilfe unter dem Westwind ein wichtiger Punkt, dass es eben diesen Krieg gibt und es noch ein paar weitere Gründe geben muss, warum die Torvaler eben nicht so leicht verlieren. Ja. Und da sind dann eben Sachen wie die Windrachen gekommen. Die Runenmagie wäre vielleicht auch unabhängig davon gekommen, weil Runen eben so ein Thema sind, was einfach gut ins Setting passt. Aber was ich habe mir jetzt gerade vor kurzem erst die aktuelle Torwahlbeschreibung nochmal angeguckt. Ich kenne die alten allesamt, jede einzelne. Und ich finde, da ist unfassbar viel Fluff dazu gekommen, unfassbar viel neue Ausarbeitung. Also die Kultur ist da. Hat sich auch verändert. Die ist weniger piratig, fühlt sich weniger piratig, hat man mit diesen gestreiften Hosen. Ja. Ja. Dafür nordländisch, aber es ist immer noch eben, was ich schon gesagt habe, mit diesen liebevollen Eigenschaften, Aberglaube, Küche, gestreifte Hosen, das ist trotzdem noch so im Grunde genommen erhalten geblieben. Das ist, ich Wir fand haben das nett. In der letzten Version sogar die verschiedenen Versmaße der Skalden mit eingebaut. Aber vielleicht bist du so tief noch nicht in das neue Material vorgedrungen. Ich bin in Literaturwissenschaften und Versmaßen. Ich habe aber versucht, diese Versmaße zu verstehen und es ist mir bis heute nicht gelungen. Man hat mir gesagt, das muss man. Vielleicht hilft dir ja unsere Torwahlspielhilfe dazu. Ich werde es mir angucken. Es müsste Schicksalsmacht und Skalden sagen, heißt glaube ich die Erweiterung, wo das mit den Skalden und den Sagas genauer erklärt ist. Also wie gesagt, so die Idee von Skalden und Sagas finde ich großartig. Was für eine Motivation für Helden. Ich will meine eigene Saga haben. Aber ob ich mich jetzt mit dem Versmaß im Einzelnen auseinandersetze, mal gucken. Wenn du einen Skalden spielen möchtest, ist es vielleicht eine Idee. Ja. Vielleicht gelingt es dir, wenn du das Mysterium durchdrungen hast, auch dir die Sachen einfacher zu merken in dem Versmaß. Hexameter und sowas, nee, vergiss es. Ja. Haben wir ein Ergebnis von der Umfrage? Noch nicht ganz, aber die letzten paar Sekunden nehme ich dann für ein paar weiterführende Hinweise. Okay. Und zwar, wir sind Folge 2 ja eigentlich schon beim Historienvergleich. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gesehen habt oder nochmal nachschauen wollt oder heute erst später zugeschaltet habt, jetzt also nicht die ganze Folge mitbekommen habt, landet auch Folge 2 später bei uns auf dem YouTube-Kanal. Mit Ausrufezeichen VOD könnt ihr im Chat den Command auslösen und bekommt direkt einen Link, um auf unseren Kanal zu kommen. Falls ihr übrigens nur nochmal den Schaller oder die Schaller von André sehen wollt, könnt ihr auch die erste Folge nochmal angucken. Ja. Definitiv sehenswert. Wenn ihr schon alles für Historienvergleich gesehen habt, dann könnt ihr natürlich auch bei André vorbeischauen, unter Geschichtsfenster auf YouTube oder auf Twitch unterwegs. Mhm. Sicherlich auch lohnenswert. Und wir streamen aber auch wieder, und zwar nächste Woche eine ganze Menge. Ich weiß, dass nächste Woche einige Streams anstehen, aber ich glaube, ein großes Highlight wird unser neu beginnendes Crowdfunding. Mit Mosaik der Märchen beginnen wir ein Crowdfunding für ein Ingame-Band für DSA, den es so in der Art noch nicht gegeben hat, nämlich in Form eines Märchenbuchs, eines schön illustrierten Märchenbuch, das also sowohl für DSA-Spieler, aber auch für Eltern, für ihre Kinder oder auch einfach für einfache, schöne Geschichten zum Selbstlesen interessant ist. Am Mittwoch um 18 Uhr startet da unser Crowdfunding auf Game on Tabletop. Wir sind hier auf Twitch natürlich wieder mit einem Kickoff-Stream live, um den Start mit euch zu erleben, um euch das Projekt nochmal im Stream ausführlich vorzustellen. Mit Ausrufezeichen MDM oder Ausrufezeichen Mosaik kommt ihr da schon auf die Voranmeldung, könnt eure E-Mail-Adresse auch eintragen, damit ihr direkt benachrichtigt werdet, wenn das losgeht. Und abzuschließen. Wir haben ein Ergebnis. Es war lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Han und ich schauen. Was ratet ihr, was es geworden ist? Ich glaube, du hast es jetzt gesehen. Was würdest du schätzen? Aber ich hätte falsch geraten. Ich schätze Wein. Hätte. Dann hast du sehr gut geschätzt, denn es war lange zwischen dem Bornland und Weiden ein relativ enges Rennen, aber Weiden hat sich jetzt zum Schluss nochmal abgesetzt. Was haben die Leute gegen das Horrorsreich? Ich verstehe es nicht mehr. Horasreich hat es wieder nicht geschafft. Aber das heißt, wir werden in der nächsten Folge, in der dritten Folge, über Weiden sprechen. Ja. Damit also wieder ins Mittelreich zurückkehren. Mehr Ritter. Mehr Ritter, aber in anderer Form, als wir sie jetzt aus Garethien schon kennen. Ja. Und damit sind wir aber für heute, für Torwahl, fertig. Ich danke euch beiden. Sogar spannend, ich habe ein winziges Stück Weiden in der Weidenbeschreibung. Oh. Mhm. Ja, cool. Ja. Erzählen wir das nächste Mal drüber. Oh, unbedingt. Danke euch, dass ihr dabei wart. Das hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Aber für heute, vielen Dank und auch euch. Macht's gut. Tschüss.